Zauberlaterne. Das Programmkino unserer Herzen. Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Sebastian mit der 22. Zauberlaterne, dem Filmpodcast, in dem sich Paul Thomas Anderson, Robert Altman und Charles Laughton gute Nacht sagen. Den habe ich jetzt schon zum zweiten Mal hervorgeholt, Charles Laughton. Guten Abend, Simon. Guten Abend, aber Robert Altman habe ich ja auch zwischendrin gehört, ne? Ja, ich habe es drei genannt. Das ist ja untrennbar mit dem Oeuvre von Paul Thomas Anderson verbunden, Robert Altman. Ja. Ganz klar. Robert Altman auch so ein Typ, der hier sicherlich in der Zauberlaterne irgendwann mal vorkommen wird, und ihr habt richtig eingeschaltet. Das hier ist die Zauberlaterne. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Film-Podcast. Und Sebastian, das Spencer-Intro fand ich großartig. Und ich denke mir jetzt, warum haben wir nicht so ein Intro mit so Knetfiguren? Ah, ja. Das muss mal einer machen. Ja, finde ich auch. Macht mal, oder? So ein Intro mit Knetfiguren, genau. Und so ein Big Band-Intro dann auch, weißt du? Und dann am Ende dreht sich so der Stuhl und dann kommst du so ins Bild. Hallo! Okay. Kann ich auch sagen. Das ist Punktuation. Nicht. Wir geben ab zu den Zwillingen. Nein. Ja, Sebastian, Zauberlaterne. Schön, dass auch du eingeschaltet hast, um mit mir heute über einen Film zu reden, den ich mal wieder mitbringe. Das ist ja so bei uns in der Zauberlaterne. Eine Woche bringt der Sebastian einen Film mit und dann jeweils in der übernächsten Woche, in der nächsten Folge, bringe ich einen Film mit. Und so zeigen wir uns gegenseitig schöne Filme und sprechen dann anschließend darüber, reden ein bisschen über die Handlung und darüber, was der Film für uns bedeutet. Denn das ist, es menschelt hier. Ja, also wir bringen Filme hier in der Zauberlaterne, die uns ganz persönlich was bedeuten. Das ist unser Konzept, Sebastian. Das ist unser Konzept, ja. Filme, die von Herzen kommen, Filme, die vielleicht auch zu Herzen gehen oder ja, die auch mal empören, die den anderen auch mal vor den Kopf stoßen oder so. Ja, das gehört irgendwie dazu. Das ist ein Geben und ein Nehmen in diesem Podcast, ja. Ja, und was ich eigentlich möchte ist, und das finde ich so schön, wir haben neulich so eine tolle Rückmeldung bekommen, ich möchte eigentlich eine Konversation über Filme, auch die über unseren Podcast hinausführt, in euren Köpfen da draußen anstoßen. Ja, denn ein Film arbeitet ja auch manchmal in einem, nachdem man den geguckt hat. Und wir arbeiten noch so ein bisschen weiter an dem Film, nachdem wir ihn geguckt haben. Und dann arbeitet das vielleicht in euch noch weiter. Denn ich finde, ja, das ist das Leben auch einfach. Ja? So werden Filme, so diffundieren die auch in das Leben rein, wenn sie in einem arbeiten. Das ist ja das Tolle an Kunst. Ne? Natürlich gibt es auch diese einfache Kunst, nenne ich es jetzt mal, die einfach nur rein der Zerstreuung dient, wo man einfach ein bisschen abschalten kann und ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Aber Kunst ist ja immer dann besonders gut, wenn sie etwas in einem auslöst, resoniert. Ja, und man sich dann Gedanken macht. Und im Idealfall bringt sie einen noch irgendwie weiter. Also bereichert sie einen. Ne? Will jetzt nicht zu pathetisch hier klingen, aber das kann ja dir auch Augen öffnen in gewisser Weise, ne? Und kann dich formen. Nicht immer zum Positiven sicherlich auch. Also es gibt natürlich auch Kunst, die, ich meine jetzt sowieso Propagandakram und sowas, ne? Wo dich das natürlich in eine ganz bestimmte Richtung stellen soll. Soll. Und aber idealerweise macht sie halt was Positives mit dir, auch wenn sie manchmal anstrengend zu sehen ist. So im ersten, also anstrengend zu rezipieren ist im ersten Moment. Ja, müssen wir mal gucken, ob es heute anstrengend ist oder nicht anstrengend ist. Es ist auf jeden Fall ein Film aus dem Jahr 2002, Simon. Den habe ich auch, im Jahr 2002 habe ich den langen Weg nach Essen auf mich genommen mit meiner damaligen Freundin, weil mir klar war, den Film möchte ich sehen. Und dann waren wir in einem ganz, ganz seltsamen Kino. Das weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Aber es hatte eher so eine Anmutung von einem Behördenwartesaal. Weil es war so hell und so gar nicht so plüschig und so muckelig, sondern als man da reinkam, war es eher so eine kalte Atmosphäre. Und dann hing auch, das weiß ich noch wie heute, die Leinwand hing an einer Wand und die war nicht in so einer typischen, in so einem Leinwanderker, wo dann davor ein Vorhang hing, sondern der Leinwand war dann an die Wand noch so in so einem Halbkreis davor geschraubt.
Und der ging dann auf, wie so ein Duschvorhang sah das eher aus. Kannst du dir Ach, das wirklich? Ja, kann vorstellen? ich Das mir sah super vorstellen. komisch sah das Kann ich mir ein aus. bisschen vorstellen, Ja? Als hätte einfach einer einen Fernseher da gegen die Wand geklatscht und dann sich gedacht, oh, jetzt müssen wir irgendwie noch ein, irgendwie müssen wir noch einen Vorhang vor das ganze Ding kriegen, weil das gehört ja zum Kino auch dazu. Und dann war da so ein Vorhang. Und der Vorhang ging noch nicht mal bis zum Boden. Der war nur wie so eine Schürze, um die Leinwand irgendwie abzudecken. Seltsames Kino. Da habe ich diesen Film gesehen. Ja. Anstrengend klingt das. Anstrengendes Kino. Ne? Der Film hat ja auch durchaus seine anstrengenden Momente. Vielleicht passt das ja. Aber für mich klingt das halt wie so ein, ja, so ein Programmkino, wo man irgendwie Filme reintut, die man irgendwie zeigen muss, will, weil man irgendwie Verträge hat mit den Verleihern und dann aber sagt, naja, komm, das kommt da hinten in dieses kleine Kino. Filme gucken als Schmerzerfahrung, so vielleicht. Ach, so schmerzlich war das nicht. Es war halt nicht. Es entstand keine Gemütlichkeit. Ja. Ja. Und den Film habe ich dann ein Jahr später nochmal gesehen, als der auf Heimvideo erschien. Und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Nicht, weil ich ihn irgendwie schlecht oder sowas finde, sondern manchmal guckt man dann einfach Filme nicht mehr. Und so sind jetzt auch, glaube ich, 20 Jahre vergangen, seit ich den das letzte Mal gesehen Oh, habe. krass, so lange ist es her. Ja, nee, ich Ja. hatte den zwischendurch, ich habe den damals auch gesehen zum Erscheinen. Ich kann mich auf Teufel komm raus nicht mehr daran erinnern, ob ich im Kino war. Es ist aber gut möglich, dass ich im Kino war. Du hast gesagt 2002, da war ich ja schon in Würzburg immer mal wieder. Ne? Also war ja schon auf dem Weg, die Heimat zu verlassen. So 2001, 2002 war das so. Und es kann durchaus sein, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich habe den aber zwischendurch bestimmt so ein, zweimal noch gesehen. Jetzt das letzte Mal vor einigen Jahren, tatsächlich. Also das ist gar nicht so lange her. Und jetzt natürlich zur Vorbereitung. Haben wir überhaupt gesagt, was es für ein Film ist? Ich weiß es nicht. Nein, sag du doch Sag mal mal, du hast nicht. ihn ja Ne? mitgebracht. Es ist der Film Punch Drunk Love von Paul Thomas Anderson. Das habt ihr ja gehört. Beim Einstieg, ne? Der sagt sie ja gute Nacht mit den anderen Namen, die Sebastian da genannt hat. Und Punch Drunk, wie könnte man das übersetzen, Sebastian? So irgendwie sturzbesoffen, oder? So Punch Drunk. Würde ich sagen. Sturzbesoffene Liebe. Ja, vielleicht mit Sturz besoffen, könnte man schon sagen, ja. Ja. Es war jetzt irgendwie eine sehr lange Pause. Also hast du da lange überlegt, ja. Nein, du bist eingefroren gerade und Ach so. deswegen habe ich, und da kam auch, da habe ich nichts mehr gehört und ich habe nur, könnte es vielleicht Sturz be. Und da habe ich gedacht, ich guck mal, ob er wiederkommt und dann beantworte ich das. Bei mir Was lief ich es glaube, was er komplett gefragt hat. perfekt weiter. Ja, Ist also das ich hab dich halt gesehen, wie du so ganz fasziniert so guckst und so. Ich denke, da muss er aber schon ganz schön lange überlegen bei der Frage jetzt. Ja. Sturzbesoffene Liebe, Punch Drunk Love. Und der Name Paul Thomas Anderson, Sebastian, das ist ja ein ganz besonderer. Also zumindest für mich ist das ein ganz besonderer. Und ich finde auch in unserer beider Verbindung ist es was ganz Besonderes. Würdest Ja. du das auch sagen? Das würde ich so sagen. Und am Anfang, für mich steht da Marco. Schöne Grüße gehen raus. Schöne Grüße. Der Ende 99 oder Anfang 2000, nee, Anfang 2000 muss das gewesen sein, mal irgendwann sagte, Sebastian, wir fahren nach Essen. Schon wieder nach Essen, ja? Wir fahren nach Essen, da läuft so ein Film, den möchte ich sehen, der heißt Magnolia. Und dann habe ich dann mir das Review reingelesen im Internet, das hatte ich da gerade frisch von Roger Ebert und habe überhaupt nichts verstanden. Da stand für mich ein absolutes Kauderwelsch, weil meine filmische Sprache war einfach noch völlig unterentwickelt zu diesem Zeitpunkt. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwas wird sich Marco schon dabei denken. Und da sind wir nach Essen gefahren und haben auf so meinem immer noch heute Essener Stammparkplatz geparkt, wo man nichts bezahlt und dann läuft man so in die Stadt rein. Und dann haben wir den Film gesehen, in einem viel schöneren Kino als das, wo ich dann 2 Jahre später Punch Drunk Love sah und habe dann den Film gesehen. Und da war es um mich geschehen, Simon. Das ist schon Magnolia. echtes Schwergewicht. Du hast ihn mir dann gezeigt. Also ich habe ihn das erste Mal bei dir gesehen. Ich kannte Paul Thomas Anderson überhaupt nicht vorher. Hab dann natürlich auch direkt, dann haben wir Boogie Nights, haben wir relativ schnell nachgeholt. Da weiß ich noch, kam ich abends zu dir
Und habe dich, glaube ich, gefragt, was haben wir denn für ein Genre heute? Und du meinst, wir gucken heute ein Porno. Und ich so, ach so, okay. Dann kam Boogie Nights. es ging um Porno in dem Film, ja. Aber es ist kein Porno. Dann haben wir Hard Eight geguckt oder Sydney oder Last Exit Reno, wie immer man diesen Film auch nennen will. Also hier aus welcher Perspektive. Das Erstlingswerk. Und für mich war das halt deswegen wichtig, weil das hat mir damals schon irgendwie so eine neue filmische Welt eröffnet. Ne? Also vorher war halt ganz viel Blockbuster angesagt, vielleicht auch mal Horrorfilme schon natürlich. Aber das war immer so Event-Dinger und so Drama. Also Drama, das war für mich damals eher so selten, dass ich mich da, dass ich da wirklich danach auch gesucht habe, so nach emotionalen Filmen. Und Paul Thomas Anderson, den fanden wir damals ganz toll, Sebastian. Also der hat ja dann immer gesagt, boah, der macht so geile Sachen mit der Kamera und diese ganzen coolen Schauspielenden, die er da immer hat und so. Da hat sich natürlich, das haben wir auch schon mal an anderer Stelle thematisiert, auch ein bisschen was gewandelt. Also wir sehen, glaube ich, die Filme heute ein bisschen anders. Mhm. Also ich kann für mich sagen, ich finde die immer noch gut. Ich finde, das sind immer noch super Filme. Vielleicht ist diese komplette, mein Gott, ich sehe da etwas, a miracle, würde der Amerikaner sagen. Ja, wir sehen sowas Göttliches und so. Das hat sich ein bisschen relativiert, aber trotzdem war deswegen wichtig, weil wir beide, ja, da haben wir irgendwie total connected nochmal über diesen Film, neben dem Star Trek-Ding. Und, Sebastian, das hat ja noch zu was anderem geführt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Fleischerei Teipel womöglich. Exakt. Ja, okay, erklär mal kurz, Simon. Ja, Sebastian und ich, wir dachten, wir können auch sowas. Ja, wir drehen auch so einen Film und den haben wir auch gedreht. Es gibt eine wunderbare Episode zu diesem Thema in unserem Schwester-Podcast, der Rückspultaste. Da müsst ihr mal einfach nach Fleischerei Teipel suchen. T-E-I-P-E-L. Oder? AI. Ja, Fleischerei Teipel, The Motion Picture heißt die Folge. The Motion Picture. Aus dem Sommer 2022. Genau, ungefähr, glaube ich. Ja. Wo wir über die Genese sprechen. Den Film nicht zeigen können, das hat verschiedene Gründe, aber wir beschreiben, glaube ich, ganz gut, was in diesem Film passiert. Ja. Wir waren einfach, Simon, von Paul Thomas Anderson und seinem Kino, waren wir punch drunk. High. Also wir waren high tatsächlich. Was da denke ich auch so, ne? Das war wie so eine Droge, die man sich reinpfeift und ach guck mal, was alles möglich ist. Was alles möglich ist mit dem Thema Film und wie kreativ man sein kann und wie toll das ist. Und man hatte auch wieder so dieses Gefühl, das kannten ja nicht alle, zumindest nicht in unserem Freundeskreis. Ein paar wussten davon und so, aber du hattest dann auch schon wieder so ein Wissen irgendwie. Boah, Magnolia, so ein geiler Film. Muss ich dir zeigen. Hat man dann auch Leuten gezeigt und ich war dann immer ganz verdutzt, wenn die nicht so viel damit anfangen konnten. Ne? Ich habe den Film damals echt wie so einen Lackmustest benutzt mit anderen Leuten und war dann auch echt überrascht. Also wir haben den mal komischerweise in so einem merkwürdigen Setup in Brügge, in so einem Gemeindezentrum gesehen mit Freunden von dir. Oh ja, scheiße. Jetzt, ja natürlich, da erinnere ich mich gut dran, ja. Ich glaube, das kam nicht so gut an, oder? Nein. Und dann habe ich den nochmal mit einer Studienkollegin gesehen, auch so Anfang der 2000er. Und der Film genauso abgeholt wie uns seinerzeit. Ja. Ich erinnere mich noch an so eine lange Filmnacht bei dir. Gab es da nicht so ein Paul Thomas Anderson, so eine Long Film Night, wo wir erst Hard Eight geguckt haben, ja, dann schön. Boogie Nights und dann Magnolia. Und jetzt muss man wissen, das sind keine kurzen Filme. Also Magnolia ist, glaube ich, 3 Stunden 15 Minuten lang oder so. Und es sind auch keine einfachen Filme. Also wenn du die dann siehst, dann ist auch erstmal gut. Und du hast halt alle 3 ausgepackt, Sebastian. Was ich schon wieder geil fand. Weil das war halt so ein Move. Also du hast da einige Leute massiv verstört, die da waren, glaube ich. Ganz bestimmt sogar. Ganz bestimmt sogar. Es war, muss ich auch sagen, auch da wieder jemand dabei, der auch voll, der hätte noch 3 mit uns gucken können. Ja. Von der Sorte, ja. Genau, ja. Und das war dann auch wiederum gut und passend und lustig. Aber Simon, wir waren halt einfach ein bisschen, wir haben gedacht, dieser Typ,
der hat das Kino erfunden, so wie es ab jetzt einfach sein muss, ohne damals zu wissen, und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass wir damals so hingerissen waren, ohne zu wissen oder ohne es wahrhaben zu wollen, dass der auf den Schultern der Gigantinnen und Giganten aus den Jahrzehnten davor einfach steht. Ja. Ja. Und für uns hat sich das aber so angefühlt, als hätte der das alles komplett erfunden. Als wäre der eines Morgens wach geworden, dann hätte ihn der Blitz beim Kacken auf der Veranda getroffen und dann hat er diese kineastische Sprache entwickelt. Aber heutzutage ist es so, dass ich natürlich auch weiß, er ist in gewisser Weise ein Epigone und die Sachen, die vor ihm kamen, aus denen das herauskommt, die sind dann oft auch nicht ganz so ein wilder Mix, wie er es immer macht natürlich, ja, also weil er packt ja alles dann in so einen Film rein. Und ich sehe ganz oft auch einfach ganz pur die Ursprünge oder die Herkunft dieser Sprache, dieser Bildsprache. Definitiv, ja. Es ist aber auf jeden Fall ein spannender Filmemacher. Ich finde, er hat sich auch ganz grandios entwickelt. Also ich finde jetzt auch tatsächlich seine letzten Werke, die er gemacht hat, ist so ein bisschen klischeehaft, aber reifer als das, was wir damals gesehen haben. Das war noch so ungestüm, wild, überhaupt nicht zurückhaltend, sondern ja, wie so ein Schlag in die Fresse. Sebastian würde wieder sagen, schrill, ja, sicherlich auch. In gewisser Weise gibt es da schrille Momente, also bei Magnolia, klar. Plötzlich ist ein Musical und dann wird da wieder rumgebrüllt und da geweint und dann regnet es Frösche vom Himmel. Ich fand das aber nie schrill, sondern ich fand das bei ihm immer opernhaft. Er hat dieses Porno-Ding genommen zum Beispiel und er hat dieses Zufalls ineinander verwobene Melodram-Geschichten-Ding genommen und hat das zu so einer Oper stilisiert. Und Oper finde ich jetzt per se nicht schrill. Also es war ja nicht so, dass dann irgendwie so Leute so in die Kamera geguckt haben und gesagt haben, gibt es ja auch solche Filme, ja, die sich so anfühlen für mich. Ja? Naja, ja. Naja, also ich finde Punch Drunk Love ist schon für mich damals in meiner Wahrnehmung eine Zäsur gewesen, weil der war anders. Ne? Also der war nicht, ich finde ihn auch nicht ganz so zugänglich wie die Filme davor. Der ist ein bisschen störrischer. Und war auch gar nicht das, was ich erwartet habe. Also ich habe irgendwie jetzt erwartet, kommt halt so ein Paul Thomas Anderson-Film wieder mit verrückten Sachen und Schnitten und ewig langen Kamerafahrten und was weiß ich. Zum Teil gibt es das hier auch, aber es steht nicht mehr im Mittelpunkt. Und das war damals schon verwirrend so für mich. Und ich wusste, als ich aus dem Film rausging, wusste ich gar nicht, wie ich den finde. Es ist so ein Film, wo ich dachte, ich glaube, irgendwie ist er gut, aber ich verstehe nicht, warum. Oder finde ich ihn doch eigentlich gar nicht so gut. Aber dazu würde ich später ja vielleicht im Gespräch mal mit dir, mich interessiert auch wahnsinnig, wie du den Film findest und wie du den auch heute findest und so, was du da rausliest. Irgendwie ist es einer meiner Lieblings-Paul Thomas Anderson-Filme geworden, weil der auch nur 90 Minuten lang ist, muss ich zugeben. Also den kannst du auch mal, weißt du es nicht, Magnolia, da muss ich ja wirklich drauf Bock haben, mir 3 Stunden lang diesen ganzen Quatsch da anzugucken. Ja. Punch and Love kannst du einfach, ja komm, kann man sich mal angucken. What is the movie about? It's about 90 minutes. So ist es. Ihr Lieben, bevor wir in die Handlung springen und in die Making-of-Sachen und unsere Beobachtung, kurzer Hinweis noch, die Zauberlaterne, die könnt ihr unterstützen. Natürlich mit einem Abo. Hier auf YouTube. Falls noch nicht erledigt, dann bitte draufdrücken. Wir sind knapp vor den 1000 und ihr wisst ja, was das heißt. 1000 Abos ist immer so eine coole Schwelle. Dann sind wir auch Partnerkanal und all diese Dinge. Also von daher bitten wir euch um ein Abo. Klickt auf die Glocke. Aber dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Oh ja, ihr könnt nach Patreon gehen. Ihr könnt nach Steady gehen und dort eine oder auch 2 Abos abschließen. Aber 1 reicht eigentlich. Gern 4, wenn ihr wollt. Aber 1 wird schon reichen. Per PayPal könnt ihr uns Zuwendungen zukommen lassen oder aber auch ganz nach alter Väter-Sitte per Überweisung. Und aus diesen Kanälen speist sich tatsächlich die Zauberlaterne und ein Teil unserer beider Lebensunterhalts und auch eben die Möglichkeit, das Ganze hier weiterzumachen. Ja. Genau, Infos zauberlaterne.de, dort im Menü einfach auf Unterstützen gehen oder diesem Link folgen, den ich jetzt hier so für euch einblende. So, ihr Lieben,
Dann, Sebastian, lass uns mal zur Handlung schreiten, ja? Wir befinden uns, wie so oft bei Paul Thomas Anderson, im San Fernando Valley bei Los Angeles. Genauer gesagt in Sherman Oaks. Und das ist so eine, ja, so ein bisschen so industrieviertelmäßig ist das. Da sind so kleine Firmen und Autowerkstätten und natürlich auch Häuser und so. Und in einer dieser ja, Hütten, Blechhütten, Blechhallen, da hat der Barry Egan seine Firma. Ja, wir wissen am Anfang noch gar nicht genau, was das für so eine Firma ist. Es ist so eine große Halle einfach, da steht so ein Schreibtisch in der Ecke. Dann gibt es irgendwie so einen anderen kleinen Raum und da steht auch seltsame Gerätschaften rum, ja, mit denen der Barry handelt. Der Barry ist nicht alleine, hat auch einen Arbeitskollegen, das ist der Lance, ja, zu dem kommen wir später. Ich weiß gar nicht, Sebastian, ob der Barry der Chef ist oder beide irgendwie diese Firma leiten. So richtig wird es nicht klar. Also es ist irgendwie Partner auf jeden Fall, oder? Der Lance. Ja, der braucht auch so jemanden wie den Lance als Partner, der Barry. Weil, wenn der alleine auf diese Firma gekommen sein soll, er ist ein so besonderer Typ, dass ich mir das kaum vorstellen kann, ehrlich gesagt. Genau, sieht genauso aus wie Adam Sandler, wird auch gespielt von Adam Sandler. Ja. Also wenn ihr jetzt den Film nicht gesehen habt, dann habt ihr vielleicht jetzt ein Bild im Kopf. Trägt einen blauen Anzug, offensichtlich nicht seit langem, weil irgendwann kommt ja dieser Lance und sagt, was ist mit dem Anzug? Dann sagt er, ja, ich habe mich entschieden, mir mal so einen Anzug zu holen, weil ich glaube, das geziemt sich jetzt so hier in der Firma. Und dann ist das Lustige, ja, dass das in der nächsten Szene hat dann der Lance auch einen Anzug an. Ja. Ein großer Lacher, finde ich, war ein großer Lacher. Und ein paar Szenen später hat er ihn nicht mehr an. Ja. Also das war dann auch mal so ein Versuch. Offensichtlich schaut der Lance zu, ein bisschen aber hoch zum Barry. Ja, das stimmt. Aber der Barry, der ist so ein bisschen so ein, ja, der scheint so ein nervöser Typ zu sein. Ne? Also wir sehen ihn bei so einem Telefonat und das Ganze ist auch schon perspektivisch so gefilmt, ja, dass dieser Schreibtisch ist so in einer Ecke und er sitzt da mitten in dieser Ecke und wirkt ganz klein und in die Ecke gedrungen. Ja, das ist so die erste Perspektive, die wir sehen. Und dann sehen wir auch, wie der Barry redet. Und das ist ja eher, ja, Sebastian, ein bisschen wie Rain Man, oder? Ja, vielleicht ein bisschen wie Rain Man, aber vielleicht auch ein bisschen wie der innere Monolog, den ich manchmal habe, wenn ich am Schreibtisch sitze und unsicher bin. Was ich jetzt, mache ich jetzt, nee, ich jetzt nehme jetzt, nee, also das Telefon nehme ich da, oh nee, warte mal, ich muss aber leider noch einen Stift nehmen. Ich muss mir vielleicht noch einen Stift nehmen. Ja, also, aber für ihn existiert all das, existieren all diese Unsicherheiten, die Simon Doe und auch alle anderen und auch ich haben, für den existieren die so an der Oberfläche. Ja. Das platzt so immer aus ihm heraus. Er scheint da so Impulskontrollprobleme zu haben. Es ist immer wie so ein Vulkan, der kurz vorm Explodieren ist, ja. Also, ja, ich werde gleich reden, aber du siehst in der Körperspannung von ihm und wie er guckt und dieses Nervöse und dieses Ding, der geht gleich in die Luft. Ja. Und er geht auch in die Luft, mehrfach in diesem Film. Und ja, dann gibt es schon so die erste seltsame Szene. Ja, also gut, du hast gerade diesen Barry kennengelernt, der in dieser Firma ist und der geht dann raus und geht so an die Straße. Und dann, ja, das ist so eine lange Straße einfach da mitten im Valley und dann passiert plötzlich irgendwo ein Unfall und so ein Auto überschlägt sich, ja, fliegt an ihm vorbei, irgendwo hin. Und dann kommt ein anderes Auto, so ein Lieferwagen und da stellt jemand so ein altes, abgeranztes Harmonium ab. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so eine alte Orgel, ja, so. Bambukurt-mäßig, nur es ist halt ein Harmonium. Also das wird so mit Luft betrieben von unten. Und da steht jetzt da dieses Harmonium. Und das ist ja jetzt ganz komisch. Das sind zwei Dinge, die da gerade passiert sind, die seinen Morgen, denn er ist viel früher zur Arbeit erschienen als alle anderen, viel früher als er sonst tut, die seinen Morgen jetzt zu einem ganz besonderen machen. Es ist irgendwie so ein Unfall passiert und dieses Harmonium steht da. Und das macht ihm sehr, sehr viele Gedanken. Er geht zurück zu seiner Hinterhofschrauberei. Das ist auch wirklich, weiß nicht, 50 Meter oder so. Muss er da in diese Einfahrt immer reinlaufen und guckt dann so aus diesem Rolltor immer raus. Das Harmonium steht noch da. Das lässt ihm überhaupt keine Ruhe. Das Harmonium steht noch da. Und dann, das steht auch voll mitten in der Einfahrt. Super unpraktisch. Und dann astet auch ein Kleinwagen
da drumherum tut sich ja so ein bisschen schwer, das Harmonium nicht mitzunehmen. Und dann lernen wir da in diesem kleinen Wagen nämlich die zweite Protagonistin des Films kennen. Das ist die Lena Lennart. Das ist eine junge Frau, gespielt von Emily Watson, die ja eigentlich in diese Autowerkstatt möchte, weil direkt neben Barrys Firma ist so eine Autowerkstatt. Die haben aber zu. Und deswegen bittet sie Barry, den Schlüssel zu behalten und den Wagen dort abzugeben. Also auf den Wagen aufzupassen, während sie nicht da ist. Der Barry ist, der war ja vorher schon irgendwie unsicher und hibbelig. Und jetzt ist er noch viel hibbeliger und noch viel unsicherer. Aber er lässt sich dann darauf ein, nimmt diesen Schlüssel und passt auf das Auto auf. Die Lena, das hören wir dann hinterher, oder Lena besser gesagt, die ist nicht so ohne weiteres einfach nur mit ihrem kaputten Auto dahin gekommen, denn sie wurde angestiftet. Da hat jemand im Hintergrund für uns unbemerkt Matchmaker gespielt, nämlich Barrys Schwester. Barry hat nicht nur eine Schwester, Barry hat, haltet euch fest, 7 Schwestern. Und die verbringen den ganzen Tag gefühlt mit, damit, da gibt es auch eine sensationelle Deleted-Scene, die das Ganze noch mehr ausführt, den Barry anzurufen und ihm Sachen zu erzählen oder ihn irgendwo hinbitten zu wollen oder ihn gegen die anderen Schwestern instrumentalisieren zu wollen. Was hältst du denn davon, was die denn da gesagt hat? Also die nutzen den wie so ein Erpressungstoken oft auch gegen die anderen Schwestern. Und das ist schon, reden die aber auch gleichzeitig klein. Ah, oh, Barry, jetzt stell dich nicht so an. Jetzt komm doch mal bei uns abends vorbei. Wir machen eine Party. Es steht auch so eine Party im Raum, die um 7 Uhr ist. Die Anfangszeit ist auch wieder so ein herbeigekünstelter Streitpunkt, wo die Schwestern dann auch wieder sagen, die will um 7 Uhr anfangen, Barry. Was sagst denn du dazu, dass sie um 7 Uhr losgehen soll? Ja, weiß ich nicht. Und ihm ist das eigentlich alles völlig egal, glaube ich. Der will von seinen scheiß Schwestern in Ruhe gelassen werden. Und das Ganze ist auch so inszeniert, dass es wirklich Stress ist für ihn. Also so ist es auch inszeniert, diese Anrufe sind Stress. Du hast gesagt, sie verspotten ihn ja auch, ne, nutzen ihn emotional aus. Es ist einfach ein sehr zerrüttetes Verhältnis. Dann ist diese Geburtstagsfeier an einem Abend. Also Barry will da erstmal nicht hingehen. Sensationelle Szene, ja. Also die Tür geht auf vom Flur, Barry geht rein und geht wieder raus. Ja. Und dann kommt er nochmal rein. Und du merkst auch schon, er hat einen Kuchen dabei. Als Geschenk. Er hat so einfach so einen Kuchen dabei und das Erste, was er zu hören kriegt, ist, Barry, wir haben doch Kuchen. Ja, oder dann wird Witze über seine sexuelle Orientierung werden. Vor allen Leuten. Also das ist ja voll da. Es sind auch Kinder, die da rumlaufen in diesem Wohnzimmer und er wird da halt, man kennt ja so dieses Gefühl, wenn Tanten über einen als Kind irgendwie so erzählen, ne? Und das mag man eigentlich gar nicht. Und er ist genau dieses Kind aus dieser Geschichte. Ja, er ist nur ein erwachsener Mann. Und er kommt damit überhaupt nicht klar. Und niemand scheint zu merken, dass er nicht damit klarkommt. Ich glaube, die wissen das schon. Aber die fühlen sich alle, glaube ich, besser dadurch, dass sie ihn so scheiße behandeln. Die sind sehr, sehr egoistisch, die Schwestern. Die profilieren sich dadurch. Und das Tolle ist, dass wir viele von den Schwestern nur kurz sehen. Und trotzdem weißt du sofort, wie die sind. Finde ich. Und die sind auch alle anders. Du siehst eine und die sagt irgendwas, du weißt voll, alles klar, das ist die. Und bei jeder dieser Schwestern habe ich gedacht, es gibt Leute im echten Leben, die ich kenne, die so sind. Mhm. Und das, finde ich, ist einfach fantastisch gut. Ja. Weil du wirklich das Gefühl hast, ja, okay, das ist wirklich eine echte Party, es sind echte Schwestern und der Barry ist echt, tut mir echt leid. Der tut einem echt leid und das ist eigentlich eine schlimme Situation. Ich finde es aber urkomisch. Also hätte ich da, glaube ich, nicht so viel drüber gelacht. Ja, heute finde ich das urkomisch, wie das so inszeniert ist und wie dieser Stress so rüberkommt. Ja, und wie auch so kleine Dialogfetzen, die du da hörst. Und dann kommt es ja so weit. Also Barry unterhält sich dann so mit den Leuten und ich glaube, es ist diese Anspielung auf seine sexuelle Orientierung oder sowas, die ihn dann over the edge bringt. Und dann hörst du es offscreen einfach nur knallen. Und dann siehst du noch, wie er gerade so diese Wohnzimmerscheiben, ja, vom Wohnzimmer einfach zertritt
Also so, kommt so völlig aus dem Nichts. Und alle gucken so, scheiße, Barry, du bist ja voll, was ist mit dir los? Ey, diese Scheiße tue ich mir nicht mehr an. Und er gleich so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, das war, oh, I'm sorry, ja, und sowas. Also halt völlig eskaliert, so von einer Sekunde auf die andere. Ja, weil der Barry aber auch jemand ist, der, wenn er wütend gemacht wird, das nicht richtig ausleben kann oder darf. Und das staut sich dann so lange an, bis es zu so einer Explosion kommt. Und dann ist er danach wieder so in seinem Hektik-Apologeten-Panzer. Und das führt natürlich dazu, dass er dann diese Wut, diese Anger-Management-Issues hat, die ja Adam Sandler gerne mal hat in seinen Filmen. Das ist ja, oder auch in seinen Sketchen, das ist ja irgendwie so sein Ding. Anger Management. Ne? Zum Beispiel, ja. Nur eben halt immer auf lustig gemacht in diesen anderen Filmen. Und hier ist es halt ernst. Es ist irgendwie traurig. Da steckt mehr dahinter. Da ist ein größerer Schmerz erkennbar in dieser Figur. Ja. Das Ganze endet damit, dass er dann, da muss sie auch sehr lachen irgendwie. Dann redet er mit diesem Walter. Das ist ja, glaube ich, der Ehemann von einer dieser Schwestern. Und er sagt so, Walter, du musst mir helfen. Ja. Mir geht's nicht gut. Also er fragt sogar auch um Hilfe. Ne? Ihr merkt ja, irgendwas ist mir... Du bist doch Arzt. Und dann sagt Walter, ich bin Zahnarzt. Und dann falle ich jedes Mal vom Stuhl. Ja, also das ist wirklich witzig. Das ist wirklich lustig. Ja, ja, aber da kennst du doch. Der größte Lacher des Films, finde ich auch. Weil er sagt das auch so, so ganz ruhig. Perry, ich bin Zahnarzt. Und das ist es. Vom Timing her, von der Intonation ist das so fantastisch. Das ist einfach einer der besten Lacher überhaupt. Im Film. Also im Film in general überhaupt. Ja, ja? Das ist echt toller gelungen. Gag. Aber dann kennst du doch trotzdem Leute, ist, glaube ich, noch die Antwort. Also wirklich, wirklich lustig. Ja. Trotz dieser ganzen Düsternis, die da drin ist. Mhm. So. Jetzt fährt Barry frustriert nach Hause. Ich weiß gar nicht, ob er vorher den Pudding kauft oder später. Weiß ich nicht mehr. Pudding ist ja so ein Parallelplot. Ist so ein Parallelding. Deswegen erzählen wir einfach mal hier weiter. Er ruft dann, genau, er findet diese Coupons, glaube ich, ne, die auf so Flugmeilen hinweisen. Da kommen wir gleich zu. Aber darunter liegt auch eine Zeitung. Und in dieser Zeitung, das war früher halt mal so, da gab es dann ganz viele von diesen Telefonnummern, die man anrufen kann, diese Telefonsex-Hotlines. Gibt es sowas überhaupt noch, Sebastian? Welle heute Nacht, die 771108, oder wie war das? Diese Dauerwerbung, die halt immer kam früher so. Ich weiß, das muss es doch noch geben. Gibt's wahrscheinlich noch, ne? Also ja. Ich denke, heute geht man da wahrscheinlich meistens Internet für. Aber gut, damals hat man halt da angerufen. Und das macht Barry jetzt auch. Der ruft da jetzt an und seine Intention, das wird irgendwie sofort klar, ist jetzt nicht unbedingt sexuelle Erleichterung, sondern der will halt mit jemandem reden. Also der will halt irgendwie, der will nicht allein sein in dem Moment, der will mit jemandem reden. Und ruft dann jetzt bei dieser Telefonsex-Hotline an. Aber ist das nicht scheiße, Simon? Dass er überhaupt niemanden zum Reden hat, anscheinend. Ja. Und deswegen sich denkt, oh ja, muss man ein normales Gespräch führen. Ich rufe jetzt bei dieser Telefonsex-Hotline an. Warum ruft er nicht den Lance an, Simon? Der macht doch eigentlich einen ganz guten Eindruck. Stimmt, ja. Stimmt. Weiß ich nicht. Vielleicht doch diese Chef-Angestellten-Verhältnis und so. Und Barry sagt, ich kann mich nicht öffnen. Klar. Oder der nutzt das dann aus. Wir wissen es nicht genau. Aber ja, eigentlich diese Crowd um Lance wären vielleicht die richtigen gewesen, ja. Ja, auf jeden Fall ruft er da jetzt an. Und wird dann auch, muss dann so ein paar Informationen rausrücken und dann merkt man auch schon, aha, DSGVO, er muss ein bisschen viel Informationen rausrücken, aber er ist ja ganz unbedarft und sagt das einfach mal so und kommt dann in so ein Telefonsexgespräch, wo er einfach nur reden will, so, ja, lass mal reden, und sein Gegenüber, diese Frau, mit der er verbunden ist, ist schon so, ich lieg hier nackt und ich befummel mich gerade und ich mache hier dies und das. Und er so, ja, ihn interessiert das nicht. Er hat da kein Interesse dran. Er will reden, aber wenn es nur das wäre, Simon, es tun sich ja jetzt Abgründe auf. Es tun sich Abgründe auf. Ich glaube, er lässt sich am Ende dann doch darauf ein. Ja, das Ganze endet damit, dass er irgendwie seine Hose runterzieht. Aber am nächsten Tag klingelt's Telefon und diese, am nächsten Morgen, glaube ich, ist das sogar schon, und diese Telefonsex-Dame, mit der er da gesprochen hat, die sagt dann auf einmal,
Ja, war ja total schön, wie wir uns unterhalten haben so und du hast ja gehört, ich verdiene nicht so viel Geld und ich finde, du könntest mir jetzt mal ein bisschen Geld geben. Nee, so 700 Dollar. Ja. Ja, tut mir leid, ich kann dir kein Geld leihen. Geht nicht, also ist überhaupt kein Problem. War nett, aber geht nicht. Und dann schlägt das natürlich direkt um in wüste Beschimpfungen und du wirst deines Lebens nicht mehr froh und wir haben all deine Daten und wir kriegen unser Geld. Und ja, das ist natürlich, das habe ich damals gar nicht so durchdrungen, dass das so viel gibt, Simon. Aber heute, 2023, leben wir im Zeitalter der Scammer. Alle sind so am Scammen gefühlt. Ja. Und dann denkst du nur, ja, genau, es ist ein lupenreiner Scam, der da läuft. Das ist ein lupenreiner Scam, ja, aber natürlich auch wirklich eine Erpressung, ne, gibt es auch natürlich bei Scams, ne, wenn da irgendwie dann ein Rechner gesperrt wird oder sonst irgendwas, dann sollst du ganz viele Bitcoins irgendwo hin überweisen. Aber hier ist es ja so, dass sie ja wirklich anruft und sagt, ja, Barry hat ihr erzählt, dass seine Freundin hat, die nicht da ist. Das stimmt gar nicht, ne, aber sie will das irgendwie so gleich nutzen. Ich erzähle deiner Freundin alles, was hier passiert ist. Also die wollen halt wirklich ihn dann erpressen. Das Ganze ist ein Unternehmen, wie wir später erfahren, von einem Kerl namens Dean Trumbull. Und Dean Trumbull ist, dem gehört so ein Matratzenhaus. Ja, also Matratzenkonkocht quasi. Also das, der, ne, der das entsprechende da in dem Film. Und sein Leben, im Nebenberuf ist er halt Scammer und Erpresser und will halt irgendwelche naiven Leute ausplaudern. Und diese Frau, die da diese Gespräche führt, das ist seine Komplizin. Und hat nicht nur die Komplizen, sondern er hat auch so vier Brüder, die ja dann so Enforcer sind. Und spätestens bei den vier Brüdern und wo man dann hört, wo die herkommen, nämlich aus Utah, da denkst du, alles klar, das sind Mormonen. Ja? Das ist so eine Mormonen-Scam-Gang, die da dieses Ding da fahren. Das macht es noch mal lustiger natürlich irgendwie. Oder noch mal schräger eigentlich. Schräger, ja, ja. Die Komplizin ist ja auch so die Friseuse von dem Matratzenmann. Ne? Ja, ja. Das ist, also es gibt einfach diese Details, die wirklich hinreißend sind. Also die man auch, glaube ich, ein, zwei Mal muss man den Film sehen, um das irgendwie alles zu begreifen. Also es ist wirklich komisch. Naja, und diese vier Brüder, die machen da richtig Stress. Ne? Also die fahren bei ihm vorbei. Und dann fahren sie ihm schön zum Geldautomaten und dann kann er mal Geld abheben und denen das geben. Und Barry wehrt sich halt überhaupt nicht. Ne? Der sagt, okay, hier habt ihr das und ich hab nicht mehr Geld. Und als er dann versucht, zumindest ein bisschen was zu sagen oder ein bisschen Widerworte zu geben, dann kriegt er auch direkt einen in die Fresse von einem dieser vier Brüder, die übrigens wirklich Brüder sind. Das Abspann. Es sind halt tatsächlich vier Brüder, die spielen. Und ja, also ganz... Barry war schon irgendwie davor in der Scheiße, jetzt ist er noch tiefer drin. Also vom Anfang des Films bis hierhin. Simon, was ist denn da los? Sieben Schwestern, vier Brüder, ja? Mhm. Das sind so elf in klare Geschlechter aufgeteilte Peiniger, die so zwei Lager bilden, die ihn so malträtieren. Was heißt das? Es lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, aber ich finde es trotzdem spannend, total. Vielleicht steckt da ein tieferer Sinn dahinter, ich wüsste ihn aber auch nicht. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt, ne? Du hast halt diese diese großen Familien irgendwie da drin, ne? Und die bekommen dadurch gleich immer so eine Gesichtslosigkeit und werden zu so einer amorphen Menschenmenge irgendwie. Die Schwestern bedrängen Barry, die Brüder wollen ihm ans Leder, ja? Da geht es nicht um Individuen so sehr, auch wenn einzelne Individuen von beiden Seiten natürlich auch hervortreten. So ist es, ja. Spannend. Und wirklich auch, also es ist wirklich gut zu schauen, so. Ja. Ne? Also man kann sich das echt gut angucken. Und es ist einer dieser Filme, wo man überlegt, was passiert jetzt wohl als nächstes? Naja, als nächstes geht Barry in den Supermarkt. Und wir hatten ja schon erzählt, da gibt es, von diesem Flugmeilen haben wir gesprochen. Und zwar ist seine Idee, er kriegt das irgendwie mit auf einer Packung von so einem Lebensmittelanbieter, ich glaube Healthy Choice, ja, Da läuft so eine Bonusaktion. Also man kauft ein paar Produkte und da ist ein Coupon drauf, liebe Kinder, damals, als es noch so Coupons gab, die man dann ausgeschnitten hat. Und dann konnte man die wegschicken und hat dafür im Gegensatz dann Flugmeilen bekommen. Und Barry ist jemand, der offensichtlich auch dann sofort da sich dann reinsteigert. Ja, das findet er interessant, kann auch gut Mathe.
rechnet dann in seinem Kopf, ne? Aha, wenn ich also für X Dollar das günstigste Produkt von denen kaufe, nämlich dieser Pudding von Healthy Choice, dann kann ich Flugmeilen im Wert von, oder dann kann ich 5 Millionen Flugmeilen irgendwie sammeln oder sowas. Ne? Ist ja ganz schön günstig. Für so viel Geld könnte ich ständig irgendwo hinfliegen. Und deswegen fängt er jetzt plötzlich an, Pudding zu kaufen. Er hat aber da wirklich auch so ein Schlupfloch entdeckt. Also das ist, glaube ich, von Healthy Choice gar noch nicht mal so gewollt. Und er ruft auch am Anfang mal da an und sagt, es kann doch sein, dass irgendwie die Flugmeilen und das, was ich dann kaufe, dass das in einem absoluten Missverhältnis steht. Kann das, wäre das so? Und die sind so, weiß ich auch nicht, weil er kommt halt irgendwo bei Healthy Choice raus und denen ist das auch scheißegal. Und das Schlupfloch, das er halt findet, ist, dass man nicht für 1,79 Dollar das Frozen TV Dinner kauft, sondern eben diesen Pudding, den Simon gerade erwähnt hat. Und da ist denen nämlich ein Fehler unterlaufen bei Healthy Choice. Die haben nicht auf eine Pudding-Gebindeeinheit einen einlösbaren Vielflug-Coupon gemacht, sondern jeder dieser Becher, der da drin ist, hat einen eigenen Barcode drauf. Ja. Das heißt, der kauft irgendwie für 1,50 oder so, kauft er sich so ein Viererpack, hat aber dann 4 Coupons und nicht für 1,79 einen. Und damit wird auf einmal dran ein Schuh draus und ein fast schon teuflischer Plan, ja. Ja, aber es ist interessant, ne? Also wie er das sofort verfolgt und wie er dann sofort da sich so richtig reinsteigert. Jetzt gehen diese Erpressungsversuche gehen natürlich weiter. Also er reagiert da nicht drauf, aber die lassen nicht locker. Die rufen immer wieder da an und wollen halt, dass er weiter Geld bezahlt. Und das Ganze ist dann in der Firma, da gibt es so eine wunderbare, chaotische, stressige Szene auch, ja, wo er in der Firma ist, klingelt, ständig ruft irgendwer an. Und Sebastian, wir haben es noch gar nicht gesagt, was verkauft denn der da? Ja, sieh mal, was verkauft der da? Pömpel. Toilettenpömpel. Toilettenpömpel. Aber ganz komische, weil die sind mit so einem Griff und da ist Glitter oder irgendwas drin. Ja, so ein Glasgriff. Ja, da kannst du irgendwie alles Mögliche reintun. Ja, vielleicht kannst du da auch so Wasser reintun oder sonst irgendwie was. Ne? Und, wie unpraktisch ist das denn? Das ist doch ein schweres Werkzeug, womit du rumörgelst. Dann ist das aus Glas und mit Konfetti gefüllt auch. An einer Stelle zerhaut er das auch, um zu zeigen, hier, das geht nicht kaputt. Ja, fliegt das Zeug da rum. Das war die vorherige Version. Das war bestimmt die vorherige Version. Ne? Also das läuft irgendwie scheiße. Dann klingelt es halt ständig, er wird erpresst. Und dann haben wir auch immer dieses Harmonium. Dass er geht da so hin und ab und zu drückt er mal drauf und spielt damit. Und das ist auch kaputt, dieses Harmonium. Also dieser Blasebalg hat ein Loch und er fixt dann das Loch und dann spielt er da weiter und es tingelt hier wieder. Und die ganze Musik von John Bryan, Sebastian, die geht ja da auch voll mit, so um diesen Stress einfach zu erzeugen, wie es ihm gerade geht. Und ich habe mir so, also das ist so, wenn du, ich kenne mich da gut mit aus, wenn ganz, ganz viele Eindrücke auf dich niederprasseln und schießen, dann ist das dieses Gefühl und das ist super dargestellt. Und er versucht die ganze Zeit die Ruhe zu bewahren und dann gibt es irgendwie so einen kleinen Gabelstapler-Unfall noch hinten irgendwie mit Lance und den Leuten. Und dann in dieses Chaos kommt Lena. Und Lena offenbart sie da schon, dass sie dann von der Schwester geschickt wurde? Ich glaube, das ist da, ja. Sie kommt dann da wieder rein und sie sagt dann, hör mal, ich hab ja mein Auto nur abgegeben, weil ich an dir interessiert bin. Und jetzt kommt es zu einer romantischen Annäherung. Also er ist auch nicht abgeneigt, aber ist natürlich auch total gestresst. Und in seinem Kopf geht, glaube ich, vor, ich finde die toll, aber das geht gerade nicht, weil ich habe 7000 Probleme. Guck dir das doch an, das sind 7000 Probleme gerade, die laufen. Ich kann mit niemandem auch nur irgendwas anfangen gerade. Ja. Und das Interessante an dieser ganzen Sache ist, er ist ja dieser unruhige, wütende, gestresste Pol und sie ist so die ruhige Komponente, total, die ihm die Ruhe verpasst.
Und normalerweise sind solchen Sachen ja auch Farben mal zugeordnet. Und das Beruhigende, das ist das Blaue. Und das Wütende und Aufputschende, das ist das Rote. Aber sie haben es verdreht. Ja, sie haben es verdreht. Denn die ruhige Person, die Lena, die hat die ganze Zeit ein rotes Kleid an, auch wie so eine Comicfigur, die immer dasselbe anhat, so wie Donald Duck. Und er hat halt auch immer diesen blauen Anzug an. Und das ist auch nochmal so ein Twist in dieser. Und Farben sind auch ganz wichtig. Wir sehen zwischendurch immer so Farben manchmal eingeblendet, einfach nur. So verschwommen, wabbernd. Verschwommene, ne? Wabbernde Farben. Und wir sehen ganz oft, so wie es gefilmt ist, Lensflares. Blaue ja. Lensflares gehen ganz oft durchs Bild. Farben, also Rot und Blau, hauptsächlich Blau, sind ein ganz großes Ding in dem Film. Absolut, ja. Aber das hast du, ja, das ist toll auf den Punkt gebracht. Also Lena, die ist ja wirklich, die macht ja fast nichts. Also die macht halt, die Emily Watson übrigens auch fantastische Schauspielerin, die ja. macht halt viel mit ihren Augen, aber die bewegt sich wenig. Während, ja, Barry halt, wie Adam Sandler das in seinen Komödien auch macht, überhaupt nicht stillsitzen kann, total hibbelig ist. Und das ist halt dieser Kontrast einfach, der dann auch noch so schön, wie du es gesagt hast, auch noch seltsam vermischt ist, indem sie halt die falschen Sachen eigentlich tragen dafür. Aber er reißt sich am Riemen, ne? Also diese Anziehungskraft ist so stark, dass sie es ja schaffen, sich zum Essen zu verabreden. Trotz dieses ganzen Chaos. Und das ist auch ein Dinner, wo eigentlich ist es dann nachher normalerweise vorbei, wenn das so läuft, ne? Ja. Man unterhält sich nett, ja, und hat das Essen schon irgendwie bestellt. Und dann spricht die Lena ihn ja, glaube ich, auch auf ihre Schwester, auf seine Schwestern an und dass es ihm ja nicht immer leicht gefallen ist. Sie sagt dann auch so, ganz offen sagt sie, stell ich mir ganz schön schwer vor, ne? So als einziger Junge mit so vielen Schwestern und das ist doch bestimmt hart gewesen für dich. Und dann siehst du, er hört das so und sagt, ja, 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 ich muss mal aufs Klo. Und was passiert dann, Sebastian? Der nimmt das Klo auseinander. Er hat wieder so einen Wutanfall wie vorhin mit der Balkontür und zerklopft das ganze Klo. Ja. Und dann kommt er da auch raus und will in Seelenruhe wieder zurück zum Platz gehen, wird aber natürlich darauf angesprochen. Ja, der Oberkellner nämlich, ja, der hat das mitbekommen und auch das sehr lustig. Können Sie mir mal bitte folgen, Sir? Und dann gehen sie halt da in diesen kleinen Flur, wo es zu den Toiletten geht und so. Haben Sie den Waschraum gerade zerstört, Sir? Nein, nein, das war ich nicht, sagt er. Nee, war ich nicht. Ja, aber Sie haben den Waschraum. Ich habe gerade gesehen, wie sie, nee, das, ich war das aber nicht, ne? Und das ist diese Unterhaltung, die auch total ruhig ist. Also Barry greift ihn dann nicht an irgendwie. Und der Typ sagt dann auch irgendwie seelenruhig, Sie gehen jetzt bitte, Sir. Sonst haue ich ihn gleich auf die Fresse, Sir. Und so. Und der Abend ist dann halt vorbei. Ne? Der ist vorbei. Das Date ist vorbei. Hat er verkackt. Hat er richtig, richtig verkackt. Bringt sie nach Hause. Und die wohnt in so einem auch wieder ulkigen Wohnblock eigentlich. Fast wie so ein Motel. Wirkt das eher so ganz weitläufig, alles in so Karrees, lange Flure. Und dann bringt er sie vorbei, zu Hause, zu sich nach Hause, und geht dann auch wieder. Aber findet sie ja doch toll, geht dann wieder zurück zur Tür und dann kommt es wieder erwartend dann doch zum ersten Kuss. Ja, er geht raus und ich glaube, die Postfrau in diesem Haus, die sagt dann so, hier, ich habe noch eine Nachricht, sie ruft unten an bei dem Portier und sie sagt, ich hätte dich übrigens geküsst, wenn du gewollt hättest. Und dann rennt er ja zurück und verläuft sich ständig, aber irgendwann kommt er dann da an und dann gibt es diesen Kuss. Und dieser Kuss, Sebastian, ja, die Musik dazu und die Inszenierung und so. Und ich habe gedacht, ich sehe so einen alten Hollywood-Schinken. Ja, ja. 40er, 50er, 60er. Gerne noch so Marilyn Monroe vielleicht. Oder Singing in the Rain halt, ja, also Singing in the Rain. Und dann dachte ich so, der blaue Anzug. Ja. Das kommt so ein bisschen Hollywood-Glanz jetzt hier rein in diese Geschichte. Ja, definitiv. Ist auch so
irgendwie von vornherein auch schon so angelegt gewesen mit der Musik von John Bryan, die ja nicht nur oft diese treibenden Trommeln hat oder diese futuristischen von so einem Synthesizer, sondern auch so ein richtiges Sweeping Romantic Theme hat, was sehr, sehr altmodisch auch klingt. Und das spielt jetzt hier natürlich nochmal völlig aus, wo die beiden sich in die Arme fallen. Finde ich toll. Aber auch dieser Moment, Simon, wo du gerade sagst, wo diese Postfrau, Tür-Empfangsdame oder was auch immer in diesem Wohnblock ihn anspricht und sagt, hier ist ein Anruf für dich. Da siehst du ja in seinem Blick auch, Anrufe heißen für mich aktuell nichts Gutes. Weil er wird ja nicht nur normalerweise ständig von seinen 7 Schwestern angerufen, sondern auch ganz oft jetzt von dieser Matratzen-Mormonen-Gang, die ihn erpressen will. Und die haben auch schon irgendwie herausgefunden, wo er arbeitet. Warum sollen sie nicht auch herausgefunden haben, wo er jetzt da abends hingegangen ist? Und du siehst in seinem Blick, für einen Moment denkt er, der ruft mich jetzt schon wieder an. Ja? Aber dann ist es ausnahmsweise mal was Gutes. Dann ist es Lena. Dann ist es Lena, ne? Und trotz dieses total, ja, verkackten Abends, ist es ein richtig guter Abend. Am Ende. Also was für ein Abend. Jetzt, Sebastian, versucht er ja auch herauszufinden, wer dahinter steckt, wer dieser Matratzenmann ist, und er schafft es, den auch irgendwann mal ans Telefon zu kriegen. Und dieser Matratzenmann wird gespielt, und das ist halt ein Cast hier heute Abend, das ist unglaublich, von Philip Seymour Hoffman. Der spielt diesen Mormonen-Chef, ja. Und der ist einfach, also Philip Seymour Hoffman ist eigentlich immer geil, egal was der spielt. Aber das ist so ein lauter, bullyhafter, so ein Arschgeil. Ne? Halt die Fresse! Nee, ha! Jetzt halt deine Fresse! So einer ist das, ja. Und der kann nur einschüchtern, dieser Typ. Ne? Und der sagt, du kannst überhaupt nichts machen und sei froh, jetzt weil du bist tot, wenn du mich hier weiter nervst. Ne? Also der will ihn richtig unter Druck setzen und ihm Angst machen. Aber Barry hat eine neue Kraftquelle gefunden. Oder auch zum ersten Mal in seinem Leben eine Kraftquelle gefunden. Ja? Das, was er beim Telefonsex nicht gefunden hat, hat er jetzt in Lena. Nur Lena ist eine, die, wird überhaupt mal gesagt, was sie arbeitet, Simon? Ich glaube, die ist auf jeden Fall ständig auf Reisen. Ja, ständig auf Reisen ist die irgendwie. Ja, ständig. Und für sie geht es jetzt als nächstes nach Hawaii auf einer Geschäftsreise. Und für ihn in seinem Kopf ist jetzt die Frequent Flyer Miles von Healthy Choice Hawaii. Oh, ich fliege da jetzt einfach hinterher. Ja. Und dann ist es noch so ein bisschen schwierig, weil die sagen, nee, wir haben hier eine 6-wöchige Bearbeitungszeit. Und er so, nee, also das steht hier nichts von, dass er eine 6-wöchige Bearbeitungszeit ist. Es steht da nichts von einer 6-wöchigen Bearbeitung. Kann ich ja, ja, das muss, ich muss jetzt. Aber dann fliegt er ja doch. Er fliegt doch. Es kann ihn nichts aufhalten. Ja. Das wäre vielleicht, wenn es den ja nicht geben würde, jetzt schon irgendwie so das Ende gewesen. Und er hätte das einfach akzeptiert, hätte sich geschlagen gegeben. Aber er gibt sich nicht mehr geschlagen. Fliegt dann tatsächlich nach Hawaii. Und Sebastian, wenn man an Hawaii so denkt in Filmen, dann denkt man ja so an Strand und Palmen und sonst irgendwie was. Er ist aber irgendwo mitten in der Innenstadt von Honolulu, ja. Und versucht jetzt erstmal rauszufinden, in welchem Hotel die Lena abgestiegen ist. Und er ist an so einer kleinen Telefonzelle und gleichzeitig läuft da so eine Parade. Ja, so eine Parade durch. Und er versucht da irgendwie durchzukommen und zu telefonieren. Und was passiert dann? Er kommt durch zu Lena. Er kann sie ausfindig machen. Er kommt durch und dann geht zum zweiten Mal so ein Licht an. Ja. In diesem Film. Das finde ich ganz, ganz toll. Das hat er am Anfang schon mal bei diesem Harmonium, was ihm ja anscheinend gut tut und Kraft gibt. Er erreicht Lena aus dieser kleinen Telefonzellenbutze raus und dann leuchtet da ein im realen Leben nicht vorhandenes, surreales, ihn wärmendes Licht raus und tut ihm gut. Stimmt, ja. Es ist auf einmal hell. Ne? Es ist vorher halt so düster und da ist plötzlich siehst du, konzentriert sich alles auf ihn und dann läuft er auch in dieses Hotel, wo die Lena dann nächtigt und dann hast du auch wieder so eine richtige, so eine,
Es ist nicht kitschig, kitschig ist das falsche Wort, aber es ist halt so dieses romantische Ding, man sieht sich so gegenseitig, kommt immer näher, trifft sich dann in der Mitte und dann gibt es halt einen Kuss mit Bein nach hinten strecken und allem, wie man das so kennt, ja. Und dann knutschen die beiden und man sieht so nur Schatten. Also man sieht so ganz, ganz viele Leute an ihnen vorbeigehen, während für sie natürlich der Moment, die Zeit stillsteht, ja, die Bewegung stillsteht und jetzt haben sie sich gefunden und jetzt verbringen sie ein bisschen Zeit in Hawaii. Hm. Und das ist schön, du hast es gerade schon gesagt, es ist nicht das Klischee Hawaii, das man sich so vorstellt, sondern es ist das Hawaii, das einem Leute beschreiben, die schon mal in echt da waren. Ich habe schon von mehreren Leuten gehört, die da mal hingereist sind mit dieser Erwartung, da erwartet mich jetzt so dieses Palmending. Und die sagen, ja, das hast du nur am Strand. Der Rest ist wie so eine amerikanische Großstadt irgendwie. Highways übereinander gestapelt, lange Straßen, überall Beton. Und so sieht Hawaii in diesem Film halt auch aus, weil es zeigt das genuine Hawaii. Und vielleicht was für später dann noch. Und es ist ja überhaupt nicht wichtig. Also es könnte auch in Saskatchewan irgendwo sein. Ja, also völlig egal. Also Hawaii spielt keine Rolle, dass es Hawaii ist, sondern es spielt einfach nur eine Rolle, dass die beiden sich da gefunden haben. Dann auch wirklich Zeit miteinander verbringen, gemeinsam essen gehen und tanzen und natürlich auch im Bett landen, ist ja klar. Und das ist auch eine interessante Szene, Sebastian, ja, die Bettszene zwischen den beiden, wo wir dann auch ganz interessante Sachen hören, was die so sich gegenseitig eigentlich so antun möchten. Ja, ist komisch. Also das, was sie sagt, ist ja fast noch so halbnormal. Ich glaube, sie sagt irgendwie so, ich könnte dich so in die Wangen kneifen oder irgendwie sowas. So eine Zuneigungsäußerung mit so ein bisschen mit so ein bisschen aggressivem Unterton, aber nicht schlimm. Und er hört das und filtert das aber durch seine aggressive, wütende Art und sagt, ja, ich könnte dir auch vor lauter Liebe die Fresse einschlagen, die Zähne ausschlagen und so. Und statt dass sie Angst bekommt davor, versteht sie, dass das seine Art zu reden ist. Das macht sie sogar heiß, ja. Und dann sind die beiden da, das passiert natürlich nicht, also es ist jetzt kein 50 Shades of Paul Thomas Anderson oder so. jetzt kriegen wir wieder Ärger. War ein doofer Witz. Also es passiert nichts dergleichen, sondern man kommt halt da irgendwie zusammen. Und dann telefoniert die Lena ja dann auch mit der Elizabeth. Und er hört das dann auch so, die beiden gucken sich an und sie sagt, ja, keine Ahnung, ne, also komischer Kauz, würde nichts machen. Und er sieht relativ entspannt aus, ne, sieht dann so, oh, guck mal, wen ich da gefunden habe, ja. Also jemand, der mich versteht, jemand, der auch hinter mir steht, ja, der mich eben nicht fertig macht und mich nicht ausnutzt. Und er ist halt im siebten Himmel. Ja, der sogar die Schwestern so zum Divey schickt mit so einer Quatschgeschichte dann einfach, ja. Ich glaube, das ist auch die Hauptschwester, mit der sie da telefoniert, oder? Ist das Mary Lynn Ricecup? Das ist Mary Lynn Ricecup, ja. Die ist auch super einfach. Ja, ich finde die auch sehe ich auch super. In jedem Film immer gerne. Mein Herz geht auf, wenn ich die sehe. Ist toll. Jetzt hat man diesen wunderschönen Urlaub verbracht und fliegt dann zurück ins Valley und der Barry bringt die Lena nach Hause und dann werden sie aber auf der Straße gerammt von den vier Mormon Brothers of Hell. Ja, also die fahren eine volle Kanne in die Karre, das Auto dreht sich und beiden passiert nichts Schlimmes, aber die Lena hat sich irgendwie den Kopf gestoßen. Und dann sieht er, wie so ein Bluttropfen hier so runter rennt, ja, von ihrer Stirn. Und dann sieht Barry Egan rot, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt denkt er sich, also mit mir könnt ihr das machen, dann gebe ich klein bei, aber nie mit Lena. Dann steigt er aus und dann kommt einer von diesen vier Brüdern mit der Brechstange auf ihn zu und in Sekunden
Bruchteil entwaffnet er den. Dann hat auf einmal der Barry die Brechstange in der Hand und zimmert dem einen vor die Fresse und die anderen kriegen alle auch einen mit. Und dann sind die vier Brüder mal so richtig schön in die Flucht geschlagen, ja. Ich glaube, dem letzten... Das ist wie so eine One-Man-Army auf einmal. Ja, und das ist eine echt kurze Szene. Das geht vielleicht, weiß ich nicht, 10 Sekunden oder so. Und dem letzten Bruder gibt er ja das Brecheisen einfach rein. Und der macht einfach nichts. Weil du merkst gerade, okay, so haben wir uns das nicht vorgestellt, ja. So haben wir es ganz und gar nicht vorgestellt. Und wir müssen hier weg, sonst macht er uns fertig. Ja. Bringt dann Lena ins Krankenhaus... Und aber die Wut ist noch nicht vorbei, Sebastian. Ja, die Brüder, das waren ja nur die Handlanger. Er weiß ja, wo das eigentliche Ungemach sitzt, nämlich in Utah im Matratzenladen. Und jetzt entscheidet er sich leider für das Falsche, ja, also seine Wut auszuleben oder aber sich auf den beruhigenden Einfluss von der Lena weiter einzuladen. Er lässt die Lena alleine im Krankenhaus, um nach Utah zu fahren. Und diesen Bully, Philip Seymour Hoffman, Mormonen-Matratzen-Man, mal so eine Ansage zu machen. Du kannst mir hier gar nichts. Ich habe jetzt eine Liebe in meinem Leben und das macht mich hier zum Überhulk. Also halt mal schön die Füße still, du Sau. Und dann sagt er, deswegen bist du hergekommen, mir das zu sagen? Ja. Okay. Und dreht sich um. Und dann geht Barry und dann kommt er aber, weil der ist es ja nicht gewohnt, der Matratzenmann nicht das letzte Wort zu haben und will ihm dann noch irgendwie was androhen. Und Barry dreht sich einfach um und läuft auf ihn zu. Ich hab dich gewarnt. Und dann siehst du, und das ist, also da siehst du auch die Brillanz von Phil Hoffman einfach, ne? Okay, geht schon. Also, geht einfach weg. Und der wird den halt nicht mehr ärgern. Also er wird den nicht mehr ärgern. Und dann, Sebastian, muss er natürlich zurück. Lena ist aus dem Krankenhaus inzwischen entlassen worden. Und jetzt geht er natürlich voller Scham und Sorgen, geht er wieder in dieses ja, motellartige Hochhausgebäude da, wo die Lena wohnt, um sich zu entschuldigen. Und die sagt auch genau das Richtige. Hör mal, das war nicht gut, dass du gegangen bist. Einfach so. Das macht man so nicht. Junge. Übersetzt heißt das auch, du hast echte Probleme und ich weiß das und du musst an dir arbeiten. Sonst wird das so ohne weiteres nichts, ja. Aber trotzdem weiß sie um seine Probleme und legt ihm das jetzt auch nicht böswillig aus, sondern es kommt dann erneut zum Vollzug, zur Romanze, zur Umarmung, zum Kuss. Und der Vorhang fällt. Der Vorhang fällt, ja. Also die beiden kommen jetzt zusammen. Und ja, wie es dann weitergeht, wissen wir nicht mehr. Aber sie sagt, okay, ich sehe, was deine Motivation war. Du hast das Herz auf dem rechten Fleck, aber du bist halt ein komischer Kauz. Du hast halt deine Probleme. Machst du dir Sorgen müssen. Um Lena, Simon? Um Lena mache ich mir keine Sorgen. Der würde der würde niemals irgendwas machen, was sie gefährdet. Um ihn mache ich mir schon eher Sorgen, ja. Aber natürlich, ja gut, in gewisser Weise auch um Lena. Da greifen wir vielleicht ein bisschen vor, weil man sich natürlich ganz schön auf was einlässt, ja, wenn man mit so einem Typen in eine Beziehung geht. Das ist ja nicht gerade einfach. Und mit vielen Rückschlägen wird dieser Weg gepflastert sein. Also stelle ich mir schwierig vor. Es ist ja auch Punchdrunk-Love, sturzbesoffene Liebe. Ne? Wie ist es denn, wenn diese Verliebtheit irgendwann mal nachlässt so ein bisschen? Also dieses totale, ich kann nicht klar denken und dann eine etwas reifere Liebe sich entwickelt. Aber dann werden natürlich auch so unangenehme Seiten stärker sichtbar. Das ist ja völlig normal. Ne? Also man gewöhnt sich ja dann irgendwie an den anderen und dann fallen einem Sachen auf, die man im Stadium des Verliebtseins, da findet man ja alles ist göttlich, ja, also nichts kann die andere Person falsch machen, alles ist perfekt, aber nach, ja, so einer gewissen Zeit, ja, dann sieht man halt natürlich auch Schwierigkeiten, weil kein Mensch ist perfekt, jeder Mensch hat seine Fehler und Barry hat viele Fehler. Oh ja, aber ich glaube, das ist auch dieses Schisma, was der Film aufmacht. Zum einen ist er wie so ein klassischer Hollywood-Film inszeniert mit der Musik und man fällt sich in die Arme,
wo man diese Fragen sich überhaupt einfach nicht stellt. Die kommen zusammen in so einem klassischen Hollywood-Film und dann sind die zusammen, dann kriegen die 12 Kinder oder so und happily ever after, wie im Märchen. Aber der Film hat uns so viele realistische, mentale Probleme gezeigt, dass du dir trotzdem dann die Frage stellst, die wir gerade gestellt haben. Ja, wie ist das denn, wenn die Liebe erkaltet? Ja, in dem Märchen erkaltet die natürlich nie, aber hier fragt man sich das. Ja. Und das ist auch diese Spannung zwischen dem märchenhaften Blick und dem realistischen Blick, den der Film hält und mit dem er einen auch nach Hause schickt. Ja? Der gibt einem darauf keine Antwort, sondern er schickt einen damit nach Hause, dass man die ganze Zeit nachdenkt, ja, im Märchen ist es so, im echten Leben ist es so. Was habe ich denn da gerade überhaupt gesehen? Habe ich was aus dem Märchen gesehen? Habe ich was aus dem echten Leben gesehen? Ich weiß es nicht. Und das arbeitet total in einem, finde ich. Und das macht den Film zu Kunst. Das macht den zu Film großer Kunst. Das, ja, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem bei all diesen ganzen Problemen und was wir da gesehen haben, du gehst irgendwie total mit so einem, also ich finde schon, dass man da mit so einem guten Gefühl rausgeht. Ne? Das ist, also für mich ist es ein Happy End. Und aber gleichzeitig halt denkst du ja auch, wow, ne? Also was für eine schwierige Persönlichkeit und wie wird das weitergehen? Und diese positiven Gefühle, die haben bei mir überwogen einfach. Mhm. Also ich finde das so eine richtige Erlösung am Ende, ja. Auch aus diesem ganzen Stress, der will. Er fängt ja dann an, das Harmonium zu spielen. Am Ende. Der spielt ja dann das Harmonium und sie steht so hinter ihm und das ist für mich auch irgendwie so ein Zeichen. Da können wir gleich drüber reden, was das Harmonium bedeutet. Okay. Aber jetzt will ich noch nichts vorwegnehmen. Wir reden aber kurz, das ist ja immer so bei der Zauberlaterne, über ein paar Details aus der Entstehungsgeschichte, Sebastian. Der Paul Thomas Anderson hat einen Film mal gedreht im Jahr 1996. Er nannte sich ursprünglich Sydney, dann wurde er ihm weggenommen von Columbia Pictures, war es, glaube ich. Die haben ihn Hard Eight genannt. Im Deutschen hieß er dann Last Exit Reno. Du hast es schon so wunderbar aufgezeigt vorhin. Schrecklicher, ja, also so ein Film, wo ihm so ein bisschen die kreative Kontrolle entrissen wurde auch. Und dann hat er zwei Filme gemacht, wo er sich als dieser opernhafte Otter entfalten konnte. Boogie Nights von 97 und Magnolia von 2000. Und da dachte man, das ist der neue, das ist Marty Scorsese, ja, nur in jung. Das ist jetzt the second coming of Marty Scorsese. Und sowas haben wir von dem jetzt zukünftig zu erwarten. So ist es, ne? Also dieses Wunderkind für Filme, Feinschmecker. John Salar, das ist eine Produzentin, die bei vielen Filmen, ich weiß nicht, ob bei allen, aber bei vielen Filmen mit Paul Thomas Anderson zusammengearbeitet hat, die Filme produziert hat, die sagt zu dem Punch Drunk Love, nach Magnolia, einem großen, düsteren, herausfordernden Film, wollte Paul etwas machen, das sich in Grenzen hält, aufbauend und irgendwie sweet ist. So ist aufbauen. Und wer Magnolia gesehen hat, Sebastian, das ist ja einfach nur schlimm, was diesen Leuten da widerfährt. Ja, also da gibt es ja eigentlich, da gibt es kein Schicksal, was irgendwie, wo du denkst, wow, das war jetzt gut, was da passiert ist. Nee, das denkt man nicht. Vor allen Dingen ist das ja auch so eine riesige Leinwand, auf der er malt. Also es ist eine 7 Meter hohe und 18 Meter breite Leinwand, auf der er alles drauf knallt. Und jetzt kommt damit sowas. Und jetzt muss ich nochmal Martin Scorsese zücken, indem ich sage, ich fühle mich ein bisschen erinnert daran, als Martin Scorsese King of Comedy gemacht hat. Ja. Damals. Und alle haben gesagt, was ist das denn? Über so einen verschrobenen, so halb Geisteskranken, der davon träumt, dieser super Stand-Up-Comedian zu sein. Aber das ist Rupert Pupkin, gespielt von Robert De Niro, und Barry hier von Adam Sandler, die sind für mich Seelenverwandte. Einfach. Ja. Ich glaube, das hatte, oder ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, das hatte Paul Thomas Anderson so ein bisschen im Hinterkopf, als er das Ding so geplant hat, als mal was anderes als das, was er vorher gemacht hat. Er sagt selbst in einem Interview, hat er gesagt, Gott, ich würde wirklich gerne eine Kehrtwende machen und mich glücklich fühlen. All diesen Krebs und das Weinen loswerden.
Jetzt kann man natürlich auch denken, dass sich Paul Thomas Anderson dann nur auf Magnolia bezieht, aber vielleicht ist es ja auch was Persönliches, ne? Also das ist ja auch so die Zeit, er war ja, ich glaube, lange mit Fiona Apple zusammen, diese Musikerin, diese Sängerin. Und es gab ja dann auch Stories im New Yorker, glaube ich, ich weiß nicht, ob das sie war, die das geschrieben hat oder sonst was. Es ging ab im Hause Anderson. Ja, mhm. Also da wurde konsumiert, ja, da wurde viel gefeiert. Ich weiß auch nicht, ob er so glücklich war. Ich denke mir immer so, vielleicht war Punch and Love. Er hat ja dann später irgendwie geheiratet, hat jetzt 5 Kinder mit Maya Rudolph und so und ist, führt halt so Familienmensch. Vielleicht war das auch so ein Wendepunkt in seinem Leben. Also könnte ich mir gut vorstellen. Aber sicher weiß ich es nicht. Das ist reine Spekulation. Mir tut in dieser Konstellation immer Fiona Apple echt leid. Fiona Apple. Tut mir leid, weil ich glaube, das war für die eine echte Scheißzeit. Das weiß ich nicht. Die kenne ich nicht. Ich kenne spricht Fiona sie auch Apple, manchmal ja. drüber. Ja. Ja. Also, ja. Das war, also, dieser Typ, der war irgendwie trunken vom Erfolg und dann hat er auch noch sich Substanzen eingeworfen und ich glaube, dann wurde es richtig krude. Richtig scheiße krude. Also, den Paul Thomas Anderson, der kann, glaube ich, auch ein Vollarsch sein. Möglich, ja. Wie gesagt, ich kenne sie persönlich alle nicht, aber ja, es mag sein, dass es auch persönlich was mit ihm zu tun hatte. Aber die große Überraschung war ja, und damit hat wirklich niemand gerechnet, dass er Adam Sandler gecastet hat als Hauptdarsteller für seinen nächsten Film. Und Adam Sandler war damals, ja, also ganz am Anfang natürlich Teil von Saturday Night Live und dann später hat er diese Komödien gemacht. Tatsächlich dieses Genre der Adam Sandler-Filme, Sebastian. Und das sind ja also spezielle Filme, das muss man mögen. Little Nicky. The Water Boy oder irgendwie so heißt das. Ich weiß nicht, ich habe so viele nicht gesehen. Also, das sind auch Filme. Sohan, Who Messes with Sohan, glaube ich, gibt's noch. Ja. Vor allen Dingen, wir kamen aus Magnolia raus und haben gedacht, hoffentlich schreibt er als nächstes dem Philip Baker Hall oder dem John C. Reilly oder irgendeinem dieser Typen, die er ja schon so hatte, dieses Stammensemble. Der muss doch dem so eine saftige Rolle, so einen saftigen Film auf den Leib schreiben. Und dann habe ich im Internet gelesen, jetzt macht er was mit Adam Sandler. Und da habe ich mich ein bisschen verraten gefühlt. Ehrlich gesagt, da habe ich gedacht, was soll das denn jetzt bitte? Wie kann er nur mit Adam Sandler arbeiten? Ja? Ja. Das sind so blöde Gedanken, die in einem total vorgehen, gut. Der Anfang 20 ist und sich für viel bisschen elitärer. Wichtiger Held, ja, ja, als er ja. in Wirklichkeit ist. Ja. Sandler war unfassbar erfolgreich mit diesen Komödien. Der hat wahnsinnig viel Geld verdient. War jetzt nicht unser Genre. Wir sind dann automatisch davon ausgegangen, ja, Sandler kann nichts anderes als diese Typen da spielen. Es war shocking und nicht nur für uns. Und dann wurden die Komödien von Sandler oft auch verrissen. In der Kritik, also sehr erfolgreich, aber wurde total verrissen. Und was war da los, haben wir uns gefragt. Ne? Und Anderson hat dazu was Interessantes gesagt in einem Interview mit den Rolling Stone zur Pressetour von Magnolia, Sebastian. Was hat er denn da gesagt? Habt ihr euch mal Adam Sandler angesehen? Ich meine, habt ihr euch Adam Sandler wirklich mal ganz genau angesehen? Er ist dabei, ein so geniales Schauspiel- und Schöpfungslevel zu erreichen. Dass es mich total begeistert, zu sehen und mir vorzustellen, was da noch so kommen könnte aus ihm. Ja. Also der hat mehr gesehen. Hat dann Tom Cruise kontaktiert. Der hat ja eine der Hauptrollen in Magnolia gespielt. Hat gesagt, du hast doch bestimmt die Nummer vom Adam. Kannst du den mal anrufen? Und das hat Tom Cruise dann auch gemacht. Hat diese Verbindung hergestellt. Und Sandler hat dann gesagt, was? Was will Paul Thomas Anderson von mir? Und ich gucke mir mal Magnolia an. Mhm. Und seine Reaktion, als er den Film gesehen hat, war, ich habe mir in die Hose geschissen, als er es gesehen hat. I was fucking terrified. Und der Anderson hat ihm dann persönlich das Skript vorbeigebracht und hat gesagt, du schaffst das. Und hat so seine Zweifel ausgeräumt, weil Sandler hat sie auch nicht gesehen in so einer Rolle.
Ja, das muss man, das ist auch wichtig, ne, dass man das weiß so. Sender dachte so, das ist eigentlich nichts für mich. Es ist ja auch tatsächlich ein anderer Film einfach. Es ist, als Magnolia jetzt, es ist schon auch ein Adam Sandler-Film. Aber es ist ein Adam Sandler-Film gesehen durch die Lupe eines Paul Thomas Anderson-Films. Ja? Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können, genau, ja. Ja? Ein Arthouse-Adam Sandler-Film nennt Anderson ihn selbst. Und es war ja auch, die Inspiration hat er sich auch geholt aus einem von den Comedy-Charakteren, von Adam Sanders Saturday Night-Charakteren, die Barry Egan unmittelbar inspiriert haben. Genau. Er sagt dazu, ich habe diese Best of Adam Sandler DVD von Saturday Night Live gesehen und es ist was Erstaunliches passiert. Es gibt da diesen Moment, in dem er eine Talkshow mit dem Titel The Denise Show macht. Denise, The Peace, über seine Ex-Freundin, die ihn verlassen hat. Und sein Vater ruft an und sagt, was machst du da? Du blamierst die Familie. Und dann hat Paul Thomas Anderson Adam Sandler gesehen, wie der in so einen Wutanfall übergegangen ist, ja. Er schreit seinen Vater an. Und ich schwöre, ich habe diesen Moment gesehen, in dem es aussieht, als ob das Weiß seiner Augen schwarz wird und sie sich nach hinten in seinen Kopf rollen. Es war, als hätte er den Verstand verloren. Und Sebastian hat dann diese Szene ständig sich wieder angeguckt. Ständig zurückgespult, sich wieder angeguckt. Und ich habe dann gesehen, wie er dann langsam erstmal wieder so in die Realität zurückfindet. Also der war an irgendeinem anderen Ort für Paul Thomas Anderson, darstellerisch. Und er meint so, das Publikum lacht und es ist fast so, als ob er erst ein paar Sekunden später angefangen hat, sie lachen zu hören. Also der war völlig drin in diesem Moment und das hat Paul Thomas Anderson beeindruckt. Und deswegen habe ich vielleicht doch ein bisschen Angst um Lena. Ja, aber ja, weiß ich nicht, Sebastian. Keine Ahnung. Also ich meine, es gibt ja keine pathologische. Na, weiß ich nicht, Sebastian. Es gibt ja keine pathologische Diagnose in diesem Film. Ja, also wir wissen nicht genau, was jetzt das Problem ist mit ihm. Aber von der ersten Minute bis zur letzten sagt uns dieser Film, dass Barry alles für Lena tun würde. Ja. Die Frage ist nur, wie lange, ne? Also vielleicht hört das ja irgendwann mal auf und er ist genervt. Kann sein. Und was passiert, wenn das Weiß in seinen Augen schwarz wird? Ja, keine Ahnung. Und er nicht mehr Lena unterscheiden kann von den Brüdern aus Utah? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das bleibt unserer Fantasie überlassen. Ja. Vielleicht noch ein Wort zu dieser, was soll das überhaupt mit diesen Bonusmeilen, ja? Das basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar hat ein gewisser David Phillips bei der Firma Healthy Choice, das ist eine echte Firma, eine echte Lebensmittelmarke, hat es geschafft, über 1 Million Flugmeilen anzuhäufen, indem er Pudding im Wert von $3.000 kaufte. Also für $3.000 hat er diese 1 Million Flugmeilen bekommen und konnte da schon auch eine ganze Weile mit um die Welt fliegen. Und das stand groß in der Zeitung und Anderson hat das halt gelesen und hat gesagt, das ist eine gute Idee. Da mache ich was draus. Ja. Ich lese mal ganz kurz vor dem Backcover meiner Blu-ray, die ich hier liegen habe. Da ist nämlich ein Bonusmaterial drauf auch. NBC News Interview from 2000 with David Phillips, the Pudding Guy. Und das habe ich mir auch angeguckt in Vorbereitung. Der Typ ist erschreckend normal. Also er ist nicht wie Barry. Das ist einfach so einer, der hat die sich das ausgerechnet, dass es gut ist, diese Puddings zu kaufen, wenn man viel fliegen möchte. Ja, und dann bin ich auch mit meiner Familie nach Frankreich als erstes geflogen im nächsten Jahr. Ne? Aber hat alles geklappt. Super, super. Sehr schlau, ja. Haben beide zugestimmt übrigens, dass er das auch wirklich, also er durfte die Geschichte verwenden und auch die Marke Healthy Choice, die waren da sportlich mit. Der Film wurde über einen Zeitraum von 1,5 Jahren gedreht. Das hatte was zu tun mit einem drohenden Hollywood-Streik 2001, ist ja auch aktuell ein großes Thema. Und deswegen mussten andere Projekte, bei denen Emily Watson und Adam Sandler involviert haben, schnell noch fertig werden. Das heißt, sie mussten den Film öfter mal unterbrechen und mussten was anderes drehen und dann wieder zurückkommen, um an diesem Film weiterzumachen. 1,5 Jahre, ganz schön langes Projekt für so einen kleinen Film. Ja,
Das habe ich auch noch in Erinnerung, dass es so lange gedauert hat nach Magnolia, wo er doch für Magnolia irgendwie nur 1,5 Jahre gebraucht hat nach Boogie Nights. Und ich dachte, dafür hat er jetzt 3 Jahre gebraucht. Ja, es lag daran. Es lag daran, ja, natürlich. Ja. Ja, aber man merkt dem Film nicht an, dass sie so oft unterbrechen mussten. Also es wirkt dann doch wie aus einem Guss. Wie aus einem Guss. Ja. Wie aus einem Guss, ja. Insgesamt hat es 25 Millionen Dollar gekostet. Die Produktionsfirma, das fand ich auch lustig, diese Information, wollte ihm sogar noch mehr Geld geben, weil eben die Dreharbeiten länger dauern. Er hat gesagt, nein, ich will, so dickköpfig, einen Film unter 30 Millionen US-Dollar machen. Hat es dann auch geschafft, 25 Millionen US-Dollar, wobei der Film gar nicht so teuer aussieht. Viele gingen wahrscheinlich an Herrn Sandler auch. Ja. Könnte ich mir vorstellen, von diesem Geld. Und ja. Ja, wir haben es schon gesagt. Wie sieht es um das Cast aus? Philip Seymour Hoffman, Gene Roddenberry, hab ihn selig, da oben im Weltall. Einer der fantastischsten Schauspieler überhaupt. Und sein Sohn scheint jetzt auch in den Startlöchern zu stehen. Marilyn Ricecup, Luis Guzman, aber auch den haben wir noch kaum genannt. Luis Guzman. Habe ich ja erst neulich noch ein Video zugeschickt, wie der im Kabuff von der Criterion Collection steht und sich Filme aussucht. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Also egal, wo der auftaucht, sind ja oft kleine Rollen. Der hat irgendwie was ganz Besonderes, was cool. Die Stimme ist, also schaut euch das auch unbedingt, wenn ihr könnt, im Original an. Die Stimme von dem ist auch einfach toll. So, ne? Ja. Und klasse Schauspieler. Aber sieht man immer wieder gerne. Auch extrem wandlungsfähig, obwohl er ja eigentlich eher so ein Charakter-Aktor ist, den man so vorstellt, okay, den ist immer so typecastet, ja, für den mexikanischen Wirt oder so. Der kann auch viele andere Sachen sehr toll spielen. Ja, aber der hat doch jetzt wieder einen neuen Film gemacht, wo er die Hauptrolle spielt, wo ich es überhaupt nicht abwarten kann, ihn darin zu sehen. Wie heißt der Film dann nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber der ist irgendwie erst vor 2 oder 3 Wochen in den USA erschienen und ich bin heiß wie Frittenfett, weil den loben sie schon über den grünen Jordan, sage ich jetzt mal, um mal ein paar Sprichwörter falsch miteinander zu vermischen. Story Ave, das ist der Film, den ich meine, den ich unbedingt schnellstmöglich zügig gucken möchte. Ja. Sehr gut, ja. Luis Guzman. Dann Musik haben wir gesagt, John Bryan, der ja auch bei Hard Eight die Musik gemacht hat, bei Magnolia hat er die Musik gemacht und eben auch hier. Gute Wahl, finde ich. Ich finde auch dieses Zirkushafte in der Musik, das ist ja auch so John Bryan-Style, das finde ich auch super, das passt total gut. Und dieses Harmonium, das ja auch manchmal Teil des Soundtracks wird, das ist nicht von John Bryan, sondern das hat Adam Sandler tatsächlich bespielt. Das wurde aufgenommen und einfach dann in diesen Score mit eingebaut. So. Ich weiß auch nicht, warum John Bryan nicht viel mehr macht. Weil ich halte den nach wie vor für ein absolutes musikalisches Genie. Und er hat auch irgendwie so um 2000 mal ein Album gemacht, das heißt Meaningless. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, die Beatles sind wieder da. Also so von dem Einfallsreichtum und von dem, was der alles gemacht hat. Meaningless ist eines meiner absoluten Top-Musikalben. Wenn ihr das irgendwo findet bei, weiß ich nicht, Spotzi-Fleisch oder auf YouTube oder so, Meaningless von John Bryan, unbedingt mal hören. Mein Musiktipp der Woche. Ja, Paul Thomas Anderson eh ein super Händchen für, ne? Also was so Komponisten angeht, John Bryan und natürlich auch das, was er mit Johnny Greenwood gemacht hat, finde ich total super von Radiohead. Passt einfach wahnsinnig gut zu dem Film. Passt einfach. Hat er nicht auch manchmal zwischendurch was mit Mark Mothersbaugh gemacht von Devo? Das weiß ich nicht mehr auswendig. Keine Ahnung. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber die Musik passt immer sehr, sehr gut zu diesem Film. Egal, ob sie im Vordergrund steht, wie bei einem Film von Magnolia oder eher im Hintergrund ist, wie bei There Will Be Blood beispielsweise. Das passt immer super, finde ich. Ja. Das ist immer richtig gut. Ja, dann Sebastian, lass uns noch ein bisschen über den Film reden und was wir da so rausziehen. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet in unserer Szenenbesprechung. Ist der Barry Egan Autist? Ist er auf dem Spektrum, wie man heute so sagt? Ich glaube, er ist auf dem Spektrum, ja. Er ist auf dem Spektrum, doch.
Also er hat zumindest so Züge. Ne? Ja. Ich habe vorhin gesagt Rayman, das habe ich natürlich absichtlich gesagt, ne? Um da so ein bisschen, er hat so OCD-Momente, ne? Also siehe Pudding beispielsweise, er steigert sich dann auch total in solche Sachen dann rein, offensichtlich Mathe, super, hat also so eine Inselbegabung und kann und sozial extrem schwierig Stimmungen lesen. Alles ist eine Belastung für ihn. Viel unterdrückte Angst so. Also es wird nicht gesagt. Aber es wird auch transportiert, finde ich, was für eine Gefahr damit einhergeht. Also der hat ja auch diese Wut, die da drin steckt. Und Simon, ich finde das irgendwie gut und realistisch, weil es das nicht trivialisiert. Ja? Rain Man, so gut der Film auch sein mag, der finde ich, der trivialisiert dann, der macht es so ein bisschen märchenhaft. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Der Autist. Ja. Der Dustin Hoffmann als liebenswerter Autist, ein Autist fürs Volk. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen, Und wenn der, ganz egal, was der Barry für Issues hat, und er hat Issues, ob es autistisch ist, ob es Anger Management ist, ob es eine Mischung aus irgendwas ist. Ich finde es gut, dass er zwar der Hauptcharakter und Sympathieträger hier ist, dass das aber nicht so märchenhaft geschönt wird, dass man dann so sagt, ah, oh. Und dass alles, was, das ist ein personal pet peeve auch von mir bei Filmen und Serien, alles, was Mental Health Issues nicht so romantisiert, sondern irgendwie realistischer darstellt, das finde ich schon mal gut. Ja, würde ich auch so sagen. Ich, mir ist es jetzt erst so, als ich den Film jetzt gesehen habe, habe ich da ein bisschen länger drüber nachgedacht. Für mich war, es handelt sich ja hier ganz klar um auch eine Komödie. Also das ist ein lustiger Film. Trotz der ernsten Szenen, trotz dieser Weirdness, die da teilweise drin ist, es ist keine offensichtliche Komödie, aber es ist eine Komödie. Und ich finde, dass es schon in dieser Figur von Barry auch so diese Themen Isolation, ja, Einsamkeit und eine Kindheit, die vielleicht ein bisschen schwieriger war und auch diese Gewaltausbrüche total verdichtet sind. Und man erkennt das dann so irgendwie wieder und ich finde das in gewisser Weise auch komisch. Also es macht sich so ein bisschen darüber lustig, über all unsere Marotten, die man so hat, ja, die ja jeder Mensch hat, ob er nun wirklich, sagen wir mal, krankhaft sie hat, ja, oder in überzogenen Maße. Jeder Mensch hat diese Themen und diese Marotten. Scheint aber alles in Barry reingepumpt worden zu sein, wie mit so einer riesigen Spritze aus der Luft geholt und in diesen Typen rein. Und er ist, ja, schon. Es ist so verdichtet, ja, dass ich ihn dann eher so ein bisschen abstrakter sehe. Und jetzt nicht so, das ist jetzt so, weiß ich nicht, der ist autistisch oder hat andere Komplexe oder irgendwie sonst was, sondern das ist so verdichtet, diese Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen, mit dem Leben, mit diesen Problemen, diese Eindrücke von allem, was so auf einen reinprasselt. So habe ich den immer gesehen in Barry. Ja, stimmt. Vielleicht auch Donald Duck, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir es ja wieder mit diesen Klamotten. Diese Klamotten, die machen das ja einfach, ne? Ja. Die machen die zu so Archetypen, ihn und Elena. Naja. Er ist derjenige, in dessen Perspektive wir auch reingeworfen werden. Gibt es überhaupt mal irgendeine Szene, eine längere Szene, wo wir nicht in seiner Perspektive sind? Ich glaube, nein. Ne? Also wir erleben das auch aus seinem Blick eigentlich, den Film, und wie schwierig die Welt ist für ihn. Ja. Ja, und dieses, ne, er ruft halt bei der Telefonsex-Hotline an. Ja. Und das ist schon wieder in seiner, sowas gibt es ja sicherlich auch wirklich. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die niemanden haben und dann bei sowas anrufen. Es wirkt natürlich trotzdem echt so bedauernswert, ja, wenn man so weit kommen muss und das machen muss. Aber es ist auch irgendwie lustig. Also es ist schon auch lustig, wie er das macht. Und das ist ein ganz feiner Grad, ohne sich halt wirklich über wirklich Betroffene lächerlich zu machen. Weil das macht der Film nämlich nicht. Das macht er nicht, sondern er zeigt es schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber auch einem Augenzwinkern.
Ich glaube, das kommt sogar total oft vor, dass solche Leute oder Leute, die Probleme haben, bei einer Ja, Telefonsex-Hotline klar. anrufen, weil das, weil sie da irgendwie vielleicht weniger Berührungsängste haben als bei einem Therapeuten. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich war noch nicht in der Situation, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube nur, dass im echten Leben die Leute ein bisschen mehr Glück haben dabei und dann auch an jemanden geraten, weil auch an so einer Telefonsex-Hotline, die Leute haben ja schon mit 1000 Leuten telefoniert und haben auch so ein bisschen Menschenkenntnis und wollen vielleicht dich nicht erpressen. Ja. Ja, nein, in der Regel sollte das nicht so vorkommen, Ich ja. glaube, in der Regel nimmt das dann einen besseren Verlauf erstmal so als bei dem Barry. Aber klar, der Film muss natürlich auch irgendwie eine Dramatik, eine Spannung, irgendwie eine Story haben. Das So gehört ist es. dazu. So ist es, ja. Simon, sag mir doch mal, was findet denn die Lena an dem Barry? Weil ich kann mir das unglaublich schwer erklären, aber ich bin auch nicht gut darin, sowas zu erklären. Sag mal. Also es ist eine spannende Frage, ne? Auf den ersten Blick überlegt man sich ja schon, warum ausgerechnet hier der Barry, ne? So ein komischer, kauziger Typ, ja, irgendwie so eine seltsame Firma hat der da, der kauft halt zwanghaft Pudding, weil er da irgendwie so irgendwelche Bonusmeilen abstauben will. Und dann hat er noch diese Wutausbrüche und redet so komisch und ist total und sowas, ne? Jetzt weiß man natürlich nicht, ne? Das kann natürlich. Also manchmal kann einen ja der Blitz treffen, aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht kann sie ihn besonders gut riechen. Vielleicht möchte sie ihn heilen, ihm helfen. Ja, auch das. Schwierig. Wieso schwierig? Weil das dann gleich so sich über das Gegenüber erhebt. Ich bin Ja? besser als dir, ich kann dir helfen. Ja? Also wir existieren auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Du bist der, der Hilfe braucht, das Opfer. Ich bin Aber so. diejenige, die dich da rausholen Aber kann. so habe ich das gar nicht gemeint. Ich habe Und das dann hast du eher natürlich keine gleichberechtigte romantische Beziehung. auf so eine Bad Boy-Nummer, wollte ich so erzählen, ne? Ja. Ich kann den besser machen irgendwie. Ich kann ihm halt helfen, weiß ich nicht, sein volles Potenzial zu entfalten. Ja? Es gibt, sowas gibt es. Also es gibt so etwas, dass Frauen wie Männer das durchaus so antreibt als Motiv. Aber na, so nach klassischen Maßstäben hat Barry jetzt nicht so viel Attraktives. Ja? Also gut, optisch mag sein. Das kann ich ein bisschen schlechter beurteilen. Aber ja, der ist schon sehr schwierig. Ne? So ein schwieriger Typ. So, keine Ahnung. Und vielleicht hat Lena ja auch eine andere Geschichte, von der wir eben nichts wissen. Die war doch verheiratet, sagt sie, ne? Sie war verheiratet, ja, und vielleicht hatte sie dann, denkt sie jetzt einfach, nee, also so wie ich das hatte, möchte ich es nicht nochmal haben und jetzt suche ich mir genau jemanden, der halt ganz anders ist. Durchaus möglich. Ja, gut möglich. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das Ich verrät uns der kann Film es jetzt auch so ein nicht genau bisschen. sagen. Der Film gibt sich, bleibt da ja rätselhaft. Ne? Aber sie wirkt schon so ein bisschen wie so eine, wie so ein rettender Engel, wie so eine Galaktika, die da in das Leben des Barrys Das stimmt, ja. herabgeschwebt kommt, also reinkracht, ne? Der Charakter ist ja vielleicht bewusst nicht richtig ausgearbeitet für mich. Ja, die ist einfach da und macht nicht viel, die guckt halt, ne, und ist aber eher so ein Plot-Device auch für Barry, ne? Also die ist ja, die bringt nicht viel Eigenes in den Film. Also da bleibt halt viel nebulös. Das ist vielleicht auch so, wenn ich jetzt irgendwie überlege, was ich an Punchdrunk Love nicht so gut finde, ist, dass Lena so wenig ausgearbeitet ist. Da hätte ich gern mehr gesehen. Ja, obwohl vielleicht muss das so sein. Vielleicht muss Weil das es so ist sein. ja der Film von Barry. Und ich meine, alle anderen sind ja auch nur relativ rudimentär und es geht um Barry. Auch der Lance, auch die Marilyn Ricecup-Schwester und ja, auch der Matratzenmann, das sind ja, die hast du ja in zwei Sätzen umrissen eigentlich, die Charaktere. Sind Aber die Barry? Charaktere vielleicht auch so, wie Barry das wahrnimmt? Also, dass er die gar nicht so richtig fassen kann? Emotional oder so? Ja, vielleicht sind wir ja in Barrys Perspektive die ganze Zeit. Und diese komischen Farbzwischenspiele, die wir sehen, das sind auch einfach so Aussetzer, die er hat. Ja.
Wir haben ja manchmal, dass der Film diese regenbogenartigen Dinge an Musik einfach nur zeigt. Vielleicht ist das das, wenn das Weiße in seinen Augen schwarz wird, dass er das Vielleicht. Dann sieht. Und deswegen ja, sehen gut, wir das. Guter Erklärungsversuch. Ja. Hm. Das kann natürlich sein. Er nimmt die Lena ja dann irgendwie auch ja, bewusster wahr als alles andere um ihn herum. Ne? Alles andere um ihn herum, das geschieht so irgendwie. Und die einzigen Highlights sind, wenn er halt irgendwie ausrastet. Ne? Oder irgendwas Verrücktes passiert. Ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Dieses Harmonium, Sebastian. Hast du eine Erklärung dafür? Das ist auch Lena. Ja, sehe ich auch so. Das ist 100%, also ich denke das auch. Barry steht da ja eines Morgens irgendwie rum, macht seinen üblichen Scheiß. Ne? Und dann knallt's. Das ist auch dieser Unfall am Anfang. Es knallt, das Harmonium steht da und Lena steht in seinem Leben. Und am Anfang weiß er gar nicht, wie er mit diesem Harmonium so machen soll. Ich glaube, das Harmonium ist eher so ein Symbol dafür, wie er mit Lena umgeht oder mit dieser Liebe umgeht. Total schlaksig komisch, aber doch interessant, spielt er immer so ein bisschen rum. Und am Ende hast du es ja wirklich so, er hat das Ding repariert, gefixt und er spielt es dann. Relativ gut am Ende. Ja? Und am Ende ist er natürlich auch mit Lena zusammen. Das ist übrigens auch was eher für so ein positives Ende spricht. Dass er das ja. Harmonium jetzt eigentlich ganz gut spielen kann. Harmonie, Harmonium liegt ja eigentlich auf der Hand. Und es beruhigt ihn auch. Genauso wie Lena. Alles andere macht ihn, alles andere, was passiert, was er sieht, was so kommt, macht ihn unruhig. Die Augen gehen hin und her. Aber bei dem Harmonium ist er so, kann er sich so, ne? Und das ist auch das einzig andere, wo Licht rauskommt. Es fällt ihm nämlich auch aus dem Harmonium mal, glaube ich, so ein Lichtschein entgegen am Anfang, der genauso unerklärlich ist wie der Lichtschein aus der Telefonzelle auf Hawaii, wo Lena auf einmal dran ist. Deswegen ist das Lena für mich. Ja. Der Unfall, Simon? Gab es den Unfall am Anfang überhaupt wirklich? Ich glaube, das ist symbolhaft. Dafür, dass es jetzt knallt in seinem Leben. Dass jetzt etwas passiert, was sein Leben auf den Kopf stellen wird. Ich meine, das Auto überschlägt sich ja auch. Ich glaube, das ist relativ ein Hinweis darauf, dass es jetzt in Barrys Leben passiert jetzt irgendwas. Da scheppert's. Ja. Es macht ja auch, kommt ja auch keine Polizei, kein nix. Nee, das ist. Es hat null. Null. Es scheint null Konsequenz zu haben. Es liegt ja. So ein bisschen Geröll dann da auf der Straße rum, wie nach so einem Unfall hinterher. Aber dann ist es auch. Das ist es auch, ja. Das ist halt einfach dieser Knall in Barrys Leben. Anders verstehe ich. Anders verstehe ich es jedenfalls nicht, warum da dieser Unfall drin ist. Was ich auch interessant finde, Sebastian, vielleicht noch so als Punkt, wir haben diese Mormonenbande, ja, diesen Matratzenmann, der den Barry bescheißt. Barry nutzt aber auch eine Schwäche aus bei dieser komischen Couponfirma. Ja, also er ist da auch nicht so zimperlich. Und wenn es darum geht, sich zu verteidigen, dann greift er auch schon mal da knallt er halt Leute zusammen. Ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden? Es geht auf jeden Fall ja auch darum, dass Leute die Schwachstellen anderer Leute ausnutzen. Ja. Ne? Die Schwestern brockeln da rein, diese Telefonsex-Company, die setzt da den Hebel an, aber Barry setzt auch dreht auch seinen Pudding. Frequent Flyer Miles Ding, ja. Schwachstellen werden offenbart und schonungslos ausgenutzt in diesem Film, ja, klar. Der ist auch nicht viel besser, der Barry. Nee. Er hat halt auch diese dunkle Seite in sich. Ja. Ja, und dann macht das halt aber auch diese Hollywood-Zitate dieser Film. Du hast schon Singing in the Rain gesagt. Oder dass dann diese Kussmomente so hochstilisiert sind, so mega romantischen Moment und dann spielt die Musik. Es gibt aber auch eine Szene, da kommen zwei Sachen so krass für mich zusammen, dass ich dachte, jetzt übertreibt das ein bisschen mit den Anspielungen. Deswegen habe ich am Anfang Robert Altman und Charles Laughton gesagt. Es gibt nämlich einen Moment, da telefoniert der Barry mal wieder in seinem Büro und dann boxt er in diese Weltkarte rein, die da an der Wand hängt. Und als er seine Faust wieder zurückholt, da hat er sich die Knöchel blutig gehauen, aber da steht Love
Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Diese Ja. Wunden bilden Love. Genauso wie bei Robert Mitchums fiesen, gemeinen, bösartigen Charakter in Night of the Hunter, dem einzigen Film, bei dem Charles Laughton Regie geführt hat, wo er diesen Prediger spielt, mit Love und Hate auf den Knöcheln. Und in derselben Sekunde, wo er da reinboxt, der Barry, spielt der Soundtrack dann auch auf einmal He needs me, 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 he needs me. Was ist das, Simon? Das ist Shelley Duvall als Olivia Öl. Aus Popeye. Aus Popeye von Robert Altman. Altman-Zitat, ja. Ja. Und das Komischste ist, der macht ja, also mit Magnolia und mit Boogie Nights hat er sehr Altman-hafte Filme gemacht, der Paul Thomas Anderson. Und jetzt macht er einen Film, der viel weniger Altman ist als seine bisherigen Filme, aber spielt Musik aus einem Altman-Film. Aber das ist auch dann ausgerechnet Popeye, einer von Altmans eigenen untypischsten Filmen. Tolle Beobachtung, ja. Das ist eine tolle Beobachtung, Sebastian, ja. Das kann kein Zufall sein. Nee, das kann kein Zufall sein, wirklich nicht. Also, da dreht er so ein bisschen die lange Nase. Ihr sagt, ich sei Robert Altman? Ja. Macht er damit für mich in dem Publikum gegenüber. Ne? Ja, er hat sich ja auch dann wirklich ganz anders entwickelt, als man das so dachte. Ne? Ja. Also das ist ja, also der Will Be Blood, das ist auch so ein monströser Film einfach nur. Den ich auch niemals erwartet hätte. Also er ist eben nicht in diese, ich mache jetzt immer wieder ein Cover von Robert Altman, ja. Immer wieder. Wie ist der berühmte Film von Robert Altman? Nashville und der andere. Der Shortcuts. Shortcuts. Ich mache immer wieder so eine Shortcuts-Version. Das hat er eben nicht gemacht. Er hat sich da weiterentwickelt. Definitiv. Ja, Sebastian, du hast vorhin gesagt, Adam Sandler aus der Brille von Paul Thomas Anderson. Und das stimmt. Das sehe ich auch so. Also wer schon mal so einen Sandler-Film gesehen hat, die sind ja auch sehr lustiger, leichtherziger und alberner und so. Aber das ist ja auch, der wird ja auch wütend in diesen Filmen. Ne? Also der flippt immer so aus, dieser Charakter, und ist auch schwierig und seltsam. Und so, Sandler bewegt sich ja auch viel. Ne? Also hat dieses Marionettenhafte, so ein bisschen Chaplin-mäßig und sowas. Also all diese Sachen, die er auch in seinen komödiantischen Rollen macht. Nur hier ist das viel düsterer. Ja? Man sagt ja immer so in der Comedy, da ist ja oft auch so ein düsterer Kern dahinter. Ne? Und den macht dieser Film hier sichtbar. Also dieser Film ist eine bitterböse, schwarze Komödie, finde ich. An manchen Stellen. Ja, schon. Das ist er ja. Aber gleichzeitig auch so lebensbejahend. Und damit so merkwürdig zwiegesichtig auch, ja. Ich hab leider nicht so viele Adam Sandler-Filme gesehen, um da mitreden zu können. Ich glaube, ich habe The Wedding Singer geguckt mal. Und das war's. Hast du viele Adam Sandler-Filme gesehen? Nein, nicht viele. Vielleicht 3 oder 4 oder so. Und auch nur einmal. Weil ich tatsächlich seine Komödien, ich finde Adam Sandler großartig, wenn er Dramarollen spielt. Also ich finde den fantastisch in diesem Film. Ich finde den, fand den in Uncut Gems, fand ich ihn fantastisch. Immer wenn er ins Dramafach geht, ist das ein sensationell guter Schauspieler. Der vor allen Dingen, der spielt schon irgendwo immer eine Rolle, also dieses Hektische ist immer so in ihm drin, ja, dieses, hey, und diese enorme Spannung und dieser Druck, der auf ihn lastet. Und ich glaube, Sandler ist auch jemand, der das in diesen Komödien, also der greift, glaube ich, auf dieselbe Quelle zu. Wenn er lustige Charaktere spielt und wenn er ernste Charaktere spielt. Aber ich finde halt seine ernsteren Charaktere um Längen interessanter als halt diese Comedy-Typen da. Ne? Ist aber auch nicht so mein Genre. Deswegen bin ich nicht so der größte Adam Sandler-Fan, was Komödien angeht. Aber als Schauspieler finde ich ihn sensationell. Ja, der ist gut. Die Komödien sind halt leider auch jetzt nicht so die sind leider, habe ich immer so das Gefühl, so für den Lowest Common Denominator gestrickt, die Adam Sandler-Komödien. Ja? Und dann denke ich schon, es gibt ja Komödien und es gibt Komödien. Und das ist eher eine, das sind eher so Komödien. Komödien. So. Hangover
oder sowas, wo du mich im Leben nicht drin erwischen würdest im Kino oder sowas, ja? Hangover ist ein großartiger Film, Sebastian. Hangover ist ein fantastischer Film. Sorry. Sorry, das musste ich jetzt einfach hier mal stehen lassen. Du wirst ihn schon zücken müssen, damit ich ihn mir angucke, freiwillig. Hangover ist ein super lustiger Film. Was heißt freiwillig? Aber ja, okay. Aber trotzdem, ja, also Sandler-Komödien waren jetzt auch nicht so, war nicht so mein Lieblingsgenre. Aber ich fand's toll, dass der Film mir die Gelegenheit gegeben hat, Sandler so zu entdecken als Darsteller. Und eben auch diese, wo ich auch dachte, oh, Adam Sandler, wirklich, ne? Oh, das ist so ein Downer, als wir das gehört haben. Und dann, schon damals fand ich Sandler großartig in dem Film, der hat mich komplett umgehauen. Also das habe ich überhaupt nicht, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich es überhaupt nie erwartet habe. Ja. Dass der so Mitgefühl auch in mir entwickelt. Ja, dass er dann zeigt, was in diesem Typen tobt und so. Und wie gesagt, dieses Einprasseln und sich nicht konzentrieren können, habe ich viel Ahnung von, das steht dieser Film meisterhaft da. Ja, also von daher prima. Ja, Sebastian, hast du noch irgendwelche Beobachtungen, so, auf die du hinweisen möchtest? Nee, toll gefilmt. Einfach das Kinetische, was da so drin ist, das muss ich sagen, das ist ja, da hat er sich überhaupt nicht verändert, Paul Thomas Anderson. Ja, die Bewegung, die er da reinbringt, das ist cool. Robert Elswit, oder? An der Kamera müsste Elswit sein. Ja, ja. DP Robert Elswit. Auch ein großer. Ja, hast du noch welche Beobachtungen? Hast du noch welche Beobachtungen? Hast du noch Beobachtungen? Eine letzte vielleicht noch, das habe ich vorhin schon erwähnt. Ich finde es mittlerweile ganz gut, wenn es Filme schaffen, 90 Minuten lang zu sein und trotzdem irgendwie sich groß anfühlen. Denn heute wird mit der Zeit manchmal ein wenig verschwenderisch umgegangen. Ich habe nichts gegen lange Filme, um Gottes Willen. Einige meiner Lieblingsfilme sind 3 Stunden lang. Aber das siehst du jetzt auch bei neuen Filmen. Ne? Also fast jeden Film, jeder neue Film, der muss irgendwie 2 Stunden 20 lang sein. Und das sind manchmal Filme, wo ich denke, Mensch, hätten sie da mal. Ich habe Dungeons and Dragons jetzt neulich gesehen. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Und das ist für einen Fantasy-Film kein schlechter Film. Der ist lustig, der macht halt viel mit Fans, der wirkt auch nicht billig, also ne, bedient halt viele, so wie man sich das so vorstellt da, ne, in Faerun. Und wäre er eine halbe Stunde kürzer gewesen als 2 Stunden 15, wäre es, glaube ich, ein guter Film gewesen. Ja. Aber so war eine halbe Stunde Unfug da drin und Sachen, die einfach nicht gut waren. Und ich finde es gut, wenn Filme auch mal ein bisschen kürzer sind wieder, muss ich ehrlich sagen. Es gibt Filme, die schreien nach einer großen Leinwand oder nach einer großen Leinwand im Sinne von wie breit geht der Pinsel in die allen möglichen Richtungen. Ja, dann ist der Film halt mal 2,5 Stunden und 3 Stunden lang. Vielleicht sogar 4 Stunden. Ich habe neulich einen 9-Stunden-Film gesehen. Der musste auch 9 Stunden lang sein. Keine Frage. Aber Simon, diese Geschichte, die wir hier sehen von dem Barry und von Elena und von den Matratzenäumeln, ja, ja, was willst du denn da 2 Stunden draus machen? Das wäre ja einfach nur. Dann geht ihm auch zwischendurch zwangsweise der Dampf aus. Das ist keine epische Geschichte. Das ist eine knackige Geschichte, die wir hier sehen. Und deswegen ist die 95 Minuten lang. Finde ich auch super. Ja? Keine Sekunde lang. Trotzdem muss Magnolia 3 Stunden lang sein, einfach. Das geht auch nicht anders. Dann gehen wir noch mal in die Kritik rein oder was überhaupt so an der Kinokasse sie ein. Das Aftermath des Ganzen, ja. An den Kinokassen war das Ganze ein Flop. Ja. 24,6 Millionen US-Dollar. Und Paul Thomas Anderson sagt, ich glaubte, ich habe einen Film gemacht, den wirklich jeder sehen wird und der so etwa 500 Milliarden Dollar einspielen wird. Weißt du, ich dachte, ich hätte es endlich geschafft und dann hat ihn niemand gesehen. Und Simon, das hätte ich ihm vorher sagen können. Na, er hat auf Adam Sandler gesetzt. Adam Sandler hat unfassbar viele Leute ins Kino gebracht. Hunderte Millionen ist sehr schwer. Adam Sandler habe ich mal gelesen. Weiß nicht, ob das stimmt, aber der hat richtig fett Asche gemacht. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, naja, die Adam Sandler-Fans, die werden wohl schon kommen. Aber war nicht so. Ich weiß nicht, ob es auch am Marketing lag. Oder dass man eben als jemand, der eine Adam Sandler-Komödie sehen will
und deswegen Adam Sandler mag, keinen Bock auf einen Arthouse-Adam Sandler-Film hat. Ja, guck mal, das ist doch ein Film, der voraussetzt, dass du entweder Robert Altman gesehen hast oder aber auch, auch Night of the Hunter von Charles Laughton gesehen hast. Oder wenn du das nicht gesehen hast, das Interesse daran hast, sowas zu sehen. Dass du das Interesse an einer größeren cineastischen Forschungsreise hat. Dann ist doch hier so ein bisschen auch das, was der Sandler vorhat. Und es ist ja nicht schlimm, nicht alles gesehen zu haben. Es ist auch nicht schlimm, sich nicht für alles zu interessieren. Aber wenn du es weder gesehen hast, dich noch für die größere Welt des Kinos zu interessieren, ja, dann brauchst du auch nicht in den Film zu gehen. Und deswegen ist auch der Film so ein bisschen sperrig. Deswegen ist auch die Zauberlaterne sperrig. Aber ich das ist das Gleiche, was dahinter steht, oder? Ich würde das gar nicht so sagen. Also ich, als ich den Film damals das erste Mal gesehen habe, da habe ich meine Schwierigkeiten irgendwie ein bisschen damit, aber ich fand den schon gut. Und ich fand den interessant und ich dachte, ich muss den irgendwie ergründen. Aber dafür hatte ich auch Altman noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Oder Laughton oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, dass der Film auch funktioniert, wenn du einfach eine bisschen absonderliche Liebesgeschichte sehen willst. Also ich weiß nicht, ob du ein dieses cineastische Interesse da jetzt mitbringen musst unbedingt. Keine Ahnung, es hilft natürlich. Ne? Es hilft natürlich, da ein bisschen mehr noch so drin zu sehen. Aber ich glaube, du findest den Film auch so super. Ja, der Film hat ein paar Momente, wo er dich entfremdet, wenn dir da die Neugierde fehlt. Das glaube ich schon. Aber die Entfremdung muss nicht so krass sein, dass sie dich den ganzen Film da kostet. Ja? Und das ist ja auch alles völlig, völlig okay, finde ich. Ja, ob man das sehen will oder nicht. Die Kritikerstimmen waren jedenfalls größtenteils positiv. Insbesondere wurde Adam Sandlers, Emily Watsons und Philip Seymour Hoffmans Darstellungen gelobt. Ja, völlig zu Recht. Ziemlich gut, ja. Roger Ebert merkte in einem Artikel an, dass Punch Drunk Love der erste Adam Sandler-Film war, den er mochte. Der fand die anderen nämlich alle furchtbar. Und als Sandler die gute Nachricht hörte, antwortete er, ich muss es meinen Eltern erzählen, damit sie wieder deine Sendung schauen können. Weil es tatsächlich so. Für Ebert war das auch so. Krass, das ist Adam Sandler. Ja. Und für Adam Sandler war es krass, Roger Ebert. Ja, genau. Ja. Wir haben noch ein paar Zitate für euch. Kenneth Turan von der Los Angeles Times erklärte, der Film sei eine Komödie aus Unbehagen und Wut, die unerwartet süß und rein wird. Rein weiß ich jetzt nicht, aber schon, ja, es ist, ja, vielleicht das Verhältnis zwischen den beiden Protagonisten, doch schon. Das Lexikon des internationalen Films schreibt wiederum etwas, was nur im Lexikon des internationalen Films. Deswegen habe ich es ins Dossier genommen, so Sebastian. Ja. Schöner hätte es wahrscheinlich nur noch der evangelische Filmbeobachter schreiben können. Aber das Lexikon schreibt bittersüße Liebesgeschichte, die vom Triumph der Intimität über die Anonymität der Moderne erzählt und trotz einiger inszenatorischer Mängel dank des bezaubernden Spiels der beiden Hauptdarsteller anspricht. Das ist so eine freudlose Publikation, ey, das Lexikon des internationalen Films, das gibt's überhaupt nicht. Ja, manche Zitate sind schon echt ein bisschen komisch. Vielleicht muss man einfach mehr lesen. Es gab auch negative oder kritische. Ich habe neulich mal ein Zitat von denen gelesen. Da stand drin, wir wissen gar nicht, warum dieser Film an den deutschen Kinokassen so gefloppt ist. Dabei ist er doch, wie drückten sie sich aus? So ein kluger Entwicklungsfilm. Und da dachte ich, ja, weil ihr darüber schreibt, dass das ein kluger Entwicklungsfilm ist. Deswegen sind die Leute nicht ins Kino gegangen, ihr Vögel. Ja, ja, und kluge Entwicklungsfilme dürfen auch gut sein und Spaß machen und Spannung haben. Ne? Das heißt nicht, dass aber bei denen klingt das gleich immer wie Schwarzbrot. Ja, genau. Kluger Entwicklungsfilm. Überleg mal auf dem Plakat so, kluger Entwicklungsfilm. Da denkst du, ja, nee, ich gehe doch lieber Rambo 4 nochmal gucken. Es gab auch kritische Stimmen, durchaus. Peter Bradshaw vom Guardian, die sind ja öfter mal, schießen ein bisschen quer, fand die Geschichte indes überhaupt nicht überzeugend. Ja, die ist schon ein bisschen weit hergeholt, aber
Das ist ja keine Dokumentation, die wir sehen, Peter. Und eine Abkürzung zu einer völlig unverdienten emotionalen Auflösung, die nicht annähernd die zerklüfteten und beunruhigenden und fesselnden Ideen beleuchtet, die zu Beginn des Films kreisen. Ja, ich glaube, der dachte, wir sehen jetzt so einen Abstieg in die finsteren Untiefen von Barry Egan's Seele. Was es ja auch hätte werden können, aber dann nicht wurde. Hätte, ja. Er sagte, mit Abstand am meisten verwirrende und unrealistische Liebesgeschichte, die man sich vorstellen kann. Ja, die ist schon ein bisschen unrealistisch, das ist schon richtig. Ja, aber ich glaube, die erhebt auch gar nicht den Anspruch. Ja? Nee, natürlich nicht. Es ist stilisiert. Es ist stilisiert, genau. Ja. Anderson holte bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis für die beste Regie, die Palme d'Or, hat er gewonnen. Der Film war auch für die Palme d'Or nominiert, unterlag aber Polanskis The Pianist. Weiß nicht, warum ich das jetzt so gesagt habe. Weil es ja auch so ein Film ist, ne? Das ist auch so, da muss man so. The Pianist! So ist auch der Film, so kommt der Film raus. Ja, ja. Im Jahr 2022 wurde Adam Sandler zum 20. Jahrestag von Punch Drunk Love gefragt. Sag mal, wie erinnert sich daran zurück? Und er hat gesagt, dieser Film habe es ihm ermöglicht, eben Projekte zu verfolgen, die sich von diesen üblichen, lustigen Rollen unterscheiden. Er teilte außerdem mit, dass er durch den Film eine enge Freundschaft mit Paul Thomas Anderson aufbauen konnte, die bis zum heutigen Tag hält. Die beiden sind dicke Kumpels. Allein er hat in keinem Film mehr mitgespielt von ihm. Nö. Naja. Das nicht. Ja. Machst du nix. Machst du nix. Ja, der Film Punch Drunk Love ist vielleicht auch, weil er so sehr mit dem Wissen um den Film spielt und mit unterschiedlichen Filmanspielungen auch so jongliert, ist er so ein Filmmakers-Film, ja? Den mögen viele Filmemachende ganz besonders gerne. Nenn doch mal ein paar, Simon. Bong Joon-ho, Guillermo del Toro, Isabel Sandoval oder Jude Apatow und auch Schauspieler wie Owen Wilson und Bill Nighy, die sagen, wow, geil, einer meiner Lieblingsfilme. Also, du sagst es schon, ein Peer-Group-Film ist es auch. Mhm. Ja, und ich, wie gesagt, ich finde von den Paul Thomas Anderson-Filmen, ich sage nicht, dass ich finde, dass der beste ist von allen Filmen, da hätte ich einen anderen Kandidaten, aber es ist einfach, also ich finde den auch, den kannst du dir immer wieder angucken. Also das ist, der wird auch nicht schlecht beim dritten oder vierten Mal oder langweilig, weil er eben so schön kondensiert ist, weil er so ein gutes Tempo hat. Und ich finde die Geschichte auch einfach schön. Also ich finde das einfach schön. Dieser Typ, der halt so viele Probleme hat und dann hast du so dieses Schmalzige, die Liebe triumphiert am Ende. Ja, ich finde diesen Satz so schön. Die Liebe gibt mir, ich habe eine Kraft, eine Liebe in mir und so. Ich bin ja auch im Grunde meines Herzens Romantiker und von daher finde ich es gut. Also ich fühle das so mit Barry. Ich jubel, wenn der da aussteigt und die Typen verdrischt, weil sie irgendwie seine, weiß nicht, ist da vielleicht irgendwie sowas Steinzeit-Menschen-mäßiges in dir, was da angesprochen wird oder so. Ich sag mal, das machst du jetzt richtig, ja? Hau mal auf die Fresse mal. Haben sie jetzt verdient auch, ne? Das finde ich gut. Wir haben am Watschenbaum gerüttelt und den Wagenheber bekommen. Nee, Wagenheber war es nicht, Brechstange war es. Ja, ja, so. Ja, was du sagst, Simon, der Film ist toll, der Film ist kompakt, der Film ist einfach schön und er sieht auch so eigentümlich aus. Er sieht aus wie kein anderer Film. Und das ist schön, er hat viele Alleinstellungsmerkmale, ist nicht langweilig, ist filmisch aufregend, mitreißend, tolle Geschichte, gut gespielt, stimmt einfach alles. Ja, das ist keiner meiner Top 25 Filme, aber das ist einfach ein richtig guter Film zum Gucken. Richtig gut. Würde ich auch sagen, ja. Ja. Punch and Love, Sebastian. Punch damit Love. Natürlich ein Fall für die Zauberlaternen-Kollektion. Wir nehmen ihn sehr gerne auf. Ich glaube, es ist die Spine Number 22. Punch and Love von Paul Thomas Anderson. Hast du Bonusmaterial? Es gibt ja diese Criterion-Scheibe. Also man muss ihn jetzt nicht nochmal remastern oder sonst irgendwie was machen. Eigentlich nicht. Also das ist auch so ein Ding, ich hätte gerne dieses Harmonium, so, also ein kleines Harmonium, irgendwie so ein Goodie aus dem Film, vielleicht so einen kleinen Matratzenladen,
Ja, irgendwie so Dinge, die da so Schauplätze aus dem Film. Aber nee, ansonsten bin ich glücklich. Ja. Da nichts an Zusatzmaterial. Ich würde auch sagen, die Criterion-Scheibe ist so gut gefüllt und so Physical Schronneck, denke ich immer, das steht mir nur im Regal rum und nimmt mir Platz weg. Von daher gebt mir lieber so eine gut ausgestattete Fassung wie diese hier. Passt alles. Da sind auch die Matratzenmann-Werbespots drauf. Kennst, hast du die? Ja, hast du bestimmt schon mal gesehen. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Da, wenn du Philipp Seymour Hoffmann dabei sehen willst, wie er durchdreht, einfach nur, während er für seinen Laden so Matratzenmann-Werbespots dreht. Das so fürs Lokalfernsehen. Toll. Richtig toll. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, jetzt haben wir aber doch auch ein Jahresende, auf das wir zusteuern. Und auch im Dezember wird der Simon wieder einen Film zücken und ich werde wieder einen Film zücken. Und ich erinnere euch nur zu gerne heute schon daran, dass wir nächstes Mal auch wieder einen schönen, knackigen Film gucken. 88 Minuten, Simon. Bam. Das ist mal eine Länge, die nach deinem Dafürhalten ist, oder? Das heißt nicht, dass du keine langen Filme mehr mitbringen sollst. Ich sage nur, gelegentlich ist ein wenig Restriktion nicht schlecht. Ja, das natürlich. Kann auch gut sein. Aber diese 88 Minuten, die sind so prall gefüllt, dass ich mich richtig darauf freue, mit dir zu sprechen über Woody Allens Radio Days von 1987. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Mein liebster Woody Allen. Muss ich noch gucken. Ich habe ihn hier rumliegen, aber ich muss ihn noch gucken. Ich habe ihn letztes Mal gezogen aus meiner Geschenkekiste da unten. Jetzt bin ich dran. Ich darf dir auch wieder einen Film anheimbringen. Natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich hätte jetzt auch einen Weihnachtsfilm natürlich zucken können, wegen Dezember und so. Was ich aber zucken möchte, ist ein Film, da geht das Herz auf. Da geht mir seit ich ein kleines Kind bin, das Herz auf. Ich kann es immer wieder gucken. Ich lache mich immer wieder schlapp. Das wird nicht alt. Es ist einfach, es ist wieder eine Komödie. Es ist eine Western-Komödie. Und diese Western-Komödie enthält ein großes Vorbild von mir. Der ist simpel gestrickt, der isst gerne und er haut gerne drauf. Er gibt gerne den Dampfhammer. Es wird Zeit für den ersten Bud Spencer-Film. Es ist ein Bud Spencer-Terence Hill-Film und es ist schwierig, weil es gibt mehrere Western mit den beiden, die großartig sind, aber ich habe einen genommen, der halt emotional mir am nächsten steht. Und es ist der Film Lo Chiamavano Trinità, die rechte und die linke Hand des Teufels von Enzo Barboni. Ich glaube, als E.B. Clutcher hat er diesen Film gemacht. Ja? Mit Bud Spencer, Terence Hill. Ist auch ein Film, der mich wahnsinnig mit meinem Vater so verbindet. Ja? Also mein Vater hat den damals im Kino gesehen, fand den urkomisch und hat mich dann an diese Bud Spencer-Filme rangeführt. Und das war, haben wir beide so, wir haben uns totgelacht darüber. Hab den Film mal so auf Video geguckt, hab den durchgenudelt, dann jetzt natürlich in HD mir angeschaut und so weiter. Und ich finde den immer noch richtig, richtig komisch. Die rechte und die linke Hand des Teufels, gibt es auch spannende Geschichten hinter den Kulissen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Freue mich, mit dir darüber zu sprechen. Ich wüsste nicht, was eine schönere Auswahl für den letzten Film vor Weihnachten sein sollte. Weil das ist doch auch so was, das guckst du am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag. Zum wenn Beispiel, du da so liegst, läuft ja dann die hängt noch die Gänsekeule aus dem Mund. Ja, das ist so ein Feiertagsfilm. Ne? An Ostern kommen die auch immer und Weihnachten und so. Und die sind, das ist auch ein super Film. Und auch, glaube ich, ein bisschen länger, doch, so. 110 Minuten ist er. Ach, super. Guck mal. Ja, nee, freue ich mich riesig drauf. Recht und die linke Hand des Teufels. Ach, Simon, da geht mir das Herz auf. Schön, freue ich mich drauf. So beendet man doch ein erstes Jahr. Aber das noch sind zwei Sendungen zu machen. Wir danken euch auf jeden Fall dafür, dass ihr uns und Lena und Barry und dem Matratzenmann heute gefolgt seid. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und fürs Zuschauen auch. So ist es. Wenn ihr uns wiedersehen wollt, ich glaube nächsten Dienstag, da gibt es eine neue Track am Dienstag-Folge. Wir machen ja noch diesen kleinen, feinen Star Trek-Podcast. Die Folge Live Support von Deep Space Nine.
Der Funke des Lebens. Der erlischt. So viel kann man schon mal sagen. Das ist richtig, der erlischt dann leider mal. Erlöschen tut auch heute die Zauberlaterne. Für diesen Abend soll es das gewesen sein. Wir wünschen euch eine gute Nacht und freuen uns darauf, euch recht bald wiederzusehen. Simon, ich danke dir für ein angeregtes Gespräch und dass du Punch Drunk Love mitgebracht hast für heute Abend. Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Danke an euch fürs Einschalten. Zauberlaterne.de/unterstützen. Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Sonst gibt es eine Kelle, wenn ihr nicht kommt. Macht's gut. Tschüss. Ciao.